Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es handelt sich um einen vielfältigen Wald mit mindestens 4 Hauptbaumarten. Ihr könnt mal nach da hinten ein bisschen gucken, der ja so eine mittlere Biodiversität aufweist, einen gewissen Totholzanteil hat und durch die Tatsache, dass es hier eine fiese Hanglage gibt, ein bisschen speziell, ein bisschen eigen ist. Wir haben zwischendrin auch noch ein paar Fellstrukturen, die dann dazu führen, dass da insgesamt doch eine gewisse Vielfältigkeit des Waldbildes zustande kommt. Wir haben sogar ein paar geschützte Arten, wie zum Beispiel den Ilex aquifolium, das ist das Zeug mit den stacheligen Blättern, was man hier im Hintergrund da sehen kann, und es ist also so ein mittelmäßig guter Wald, so ein bisschen überdurchschnittlich von der Schönheit bzw. von der Artenvielfalt, vom ökologischen Wert, wenn wir überhaupt von einem Wert in der Ökologie sprechen wollen, ne? Aber wenn wir das tun wollen, dann ist der ökologische Wert hier etwas überdurchschnittlich. Ja? So ein deutscher Durchschnittswald hat ein bisschen weniger Artenvielfalt, ein bisschen weniger Struktur, ein bisschen weniger, ein Stück weit natürlich, auch wenn man das so sehen möchte, das muss man natürlich nicht und das ist Ansichtssache, Schönheit als dieser Wald hier. So, und das sage ich dazu, weil es mir heute darum geht, ein bisschen über einen anderen Wald und das, was mit dem passieren soll, zu sprechen. Und ich wollte eben den Flecken, in dem ich hier sitze, mal so ein bisschen als Basis nehmen, um dann später eben auch noch zu argumentieren, weshalb so ein Wald, in dem ich hier sitze, einen gewissen Schutz genießen sollte, weil er halt eben schon ganz nett ist. Es aber auch Wälder gibt, die eben derart unterirdisch scheiße sind, was ihre Artenzahl, ihre Biodiversität oder ihren Waldboden angeht, dass man da eigentlich jetzt wegen irgendwelcher Bauvorhaben, die sogar noch einem guten Zweck dienen, keine allzu große Rücksicht drauf nehmen muss. Ja? Und damit, ihr wisst ja, was das Thema ist, es steht im Titel, aber kommen wir dann zu Selbrigen, und das da lautet, dass ich nicht ertragen kann, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Video eigentlich nenne, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, aber ich kann nicht ertragen, was Vanessa und Stefan in Bayern zu einem dort stattfinden sollenden Windkraftanlagen-Bauprojekt zu sagen haben. Ja? Weil die Argumentation wirklich unglaublich dünn ist, beziehungsweise, wenn man böse sein möchte, könnte man auch sagen, sie ist nicht existent, und kein Argument wird am Ende komplett so durchdacht, dass es ziehen sollte. Es zieht aber trotzdem. Und da könnte man jetzt den Eindruck haben, das wäre jetzt ganz böse formuliert, und deswegen möchte ich nur darauf hinweisen, man könnte den Eindruck haben, wenn man es böse formulieren wollen würde, was ich nicht möchte, dass hier die Schafherde auf den Mount Stupid geführt werden soll. Ja, weil die Zuschauer ja doch alle sehr, sehr der Meinung sind, dass das absolut unbedingt so sein muss, wie die beiden das dargestellt haben. Und das trotz der außerordentlich dünnen Argumentationsgrundlage, die mit ein kleines bisschen, ich sag mal, Hauptschulabschlussmatte auch schon wieder deutlich zu widerlegen ist. So, und das Ganze lässt mir keine Ruhe, und ich muss darüber reden. Ich habe schlaflose Nächte, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest unruhige Nächte, weil mich dieses Thema nicht loslässt. Und daher möchte ich jetzt hier einfach mal ein paar Dinge klarstellen. Es gäbe noch viel mehr dazu zu sagen, und ich versuche das für meine Verhältnisse in einer einigermaßen kompakten Form rüberzubringen. Das bedeutet so irgendwas zwischen 1 und 2 Stunden. Aber das ist immer noch erheblich kompakter, als wenn ich wirklich jede Stelle kommentieren würde, die meiner Meinung nach logisch nicht vollständig ausgearbeitet ist. So, dann möchte ich noch erwähnen, dass ich nicht vorhabe, mich über Vanessa oder Stefan lustig zu machen und beide in keinster Weise irgendwie in einem besonders schlechten Licht erscheinen lassen möchte. Es ist auch überhaupt nichts Persönliches, aber einfach eure Argumentationsweise, falls ihr das sehen solltet, damit bin ich einfach überhaupt nicht einverstanden. Es fehlen eben ganz, ganz viele Aspekte, die wahlweise viel zu kurz kommen oder gar nicht erwähnt werden oder eben höchstens zwischen den Zeilen, und ja, ne? Und ihr verlasst euch auch zu viel auf eure Gefühle, dass ihr zum Beispiel eine Zahl recherchiert, die korrekt ist, die Zahlen, die hier vorkommen, die sind alle korrekt, die recherchiert wurden, aber
die Interpretation dieser Zahl, das macht ihr dann nur noch gefühlt. Ihr bringt dann keine Argumente, warum die Zahl entweder hoch oder niedrig ist. Man muss um die Höhe einer schlichten Zahl, die irgendwas aussagt, wie die Flächenversiedlung pro Windkraftanlage ist 0,45 Hektar dauerhaft versiegelte Fläche. Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Ihr sagt gefühlt, es ist viel. Ja? Aber ihr bringt keine Argumente, warum das viel sein soll. Und dann sollen in zum Beispiel dem kleineren Waldstück, in dem ihr steht, wenn ich das richtig interpretiere, sollen 7 Windkraftanlagen gebaut werden. So 7 mal 0,45 Hektar dauerhaft versiegelte Fläche. Ist das viel? Ist das wenig? Und das hättet ihr ausrechnen müssen. Ich habe das jetzt mal für euch nachgeholt und dabei kommt dann nämlich eben raus, dass den Eindruck, den ihr erwecken wollt oder es zumindest so sagt, dass das unglaublich viel Fläche wäre und da eine ganze Menge Wald verloren geht, das ist faktisch halt einfach nicht richtig. Insbesondere wenn man dann noch beachtet, dass dafür ein Mischwald aufgeforstet werden muss, für die Fläche, die hier umgeschnitten wird. Und das sind so ein paar kleine Dinge, die ich hier einfach ergänzen möchte. So, und bevor mir jetzt die Windkraft an Gegner mit beiden Backen ins Gesicht springen. Ihr dürft gerne gegen Windkraft sein, das ist euer gutes Recht, freie Meinungsäußerung. Selbstverständlich dürft ihr Windkraftanlagen hässlich finden, laut finden, der Meinung sein, dass sie eure persönlichen Chakren der Liebe beeinflussen. Lediglich mit miesen Argumenten und nicht zu Ende gedachter Versuch, Fakten und Tatsachen, das steht auch im Titel des entsprechenden Videos, über das wir hier reden, zu nennen, wenn das nur ein Versuch ist und so völlig in die Hose geht, dann ich kann das nicht ertragen. Ich muss darüber reden, insbesondere da ich das Gefühl habe, einen gewissen Aufklärungs- und Bildungsauftrag hier zu haben. Den mache ich mir natürlich ein Stück weit selber, aber deswegen habe ich das Gefühl trotzdem. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich irgendwie weder die Vanessa noch den Stefan persönlich angreifen möchte. Es könnte hier und da mal passieren, dass es ein bisschen harschere Kritik ist, aber ich werde mich wirklich bemühen, dass das niemals irgendwie ein persönlicher Angriff ist. Das ist schlicht und ergreifend erstens nicht notwendig und zweitens völlig unangemessen. Ich würde in den Kommentaren also darum bitten, das auch dort zu unterlassen. Ich weiß, dass ein paar von euch wahrscheinlich einen oder beide der Protagonisten des Videos, über das wir hier reden, nicht mögen. Das ist selbstverständlich auch euer gutes Recht, aber wer jemanden beleidigt, fliegt raus. Ne? Ganz einfach. Kritik lasse ich im Regelfall stehen, auch harsche Kritik, solange sie halt eben nicht ein gewisses Maß des guten Umgangstones unterschreitet. Wenn sich da also jetzt jemand unbedingt massiv über zum Beispiel Vanessa aufregen möchte, wie gesagt, ich sehe mal einfach voraus, dass das passieren könnte, dann macht's bitte einfach woanders. Wenn unbedingt Kritik an den Personen sein muss, dann wenigstens bitte mit Argumenten und Belegen ausstatten, damit das Ganze noch irgendeinen Mehrwert hat. Ja? Aber Beleidigungen, wie gesagt, werde ich nicht dulden. So, das wäre geklärt und dann können wir zum Thema kommen und ich vermute wirklich, das wird sich ein bisschen hinziehen. Ich habe was zu trinken und jede Menge Ersatzakkus, von daher legen wir los. Und zwar mit ich mache hier nur einen Kommentar. Ja, ihr werdet also kein Material im Sinne von einer Reaction, wo das Video durchläuft, über das man redet, hier zu sehen kriegen, sondern ihr müsst euch das Original schon selber angucken und dann quasi meint so ein bisschen parallel, um das jeweils mitverfolgen zu können. Oder ihr guckt euch das Original einfach einmal vollständig an, beziehungsweise zu zwei Dritteln, weil ab dem dritten Drittel habe ich keine Lust mehr und nichts mehr zu aufgeschrieben, was ich da noch anmerken möchte, weil ich so ein Stück weit meine Argumentationsweise auch auf das gesamte Video anwendbar ist und nicht immer nur auf einzelne Ausschnitte. Aber so für die ersten zwei Drittel ungefähr habe ich mir ein paar Sachen rausgeschnitten, geschrieben, über die ich reden möchte. Ich habe jetzt auch keine Zeitstempel hinzugefügt. Ihr versteht es sicherlich schon trotzdem, wenn ihr eben das Original guckt und dann gegebenenfalls Stückchen für Stückchen nochmal guckt mit mir als Kommentator. Ne? Das ist einfach vom Urheberrecht her so am korrektesten und ethisch-moralisch meiner Meinung nach auch am korrektesten. Wenn vielleicht auch für den Zuschauer ein bisschen umständlich, aber meine liebste Vorgehensweise für so eine Situation. Ich denke, damit müssen wir jetzt einfach leben können, weil anders kriegt ihr es eh nicht. Aber ihr könnt das ja, gerade wenn ihr am Computer guckt, wirklich so ein bisschen parallel in zwei Tabs offen haben und solche Späße. Da gibt es ja Möglichkeiten. Gut, Vanessa findet den Wald, in dem sie steht, wunderschön. Selbstverständlich darf Vanessa, egal was, wunderschön finden. Ja?
von mir aus Knetmännchen aus Hundekacke. Kein Problem. Kann jeder, der das möchte, kann das wunderschön finden. Und das ist jetzt auch wieder keine Diffamierung von Vanessa, sondern ich habe einfach nur ein abstraktes Beispiel, damit das Ganze ein bisschen lustig klingt. So, weil ein bisschen Humor sollte ja dann auch irgendwo vorhanden sein in so einem Beitrag, der sowieso auf langes Gelaber hinausläuft. Also, wäre eine Möglichkeit, ja? Diesen Wald wunderschön zu finden, das darf man selbstverständlich auch. Dabei darf man nur Folgendes nicht vergessen, der ist scheiße. Ökologisch ist der völlig scheiße. Der befindet sich in einem Kontinuum von hier oben, nahezu fast perfekter Urwald mit unglaublich hoher Artenvielfalt und Strukturreichtum. Ein Wald, der auch in 1000 Jahren vielleicht noch stehen könnte, weil er aufgrund seiner Heterogenität unglaublich anpassungsfähig und eben gleichzeitig reich an verschiedensten Lebensformen, die diese Anpassung auch in die nächste Generation weitergeben könnten und so weiter und so fort ist. Das ist ganz oben. Ganz unten wäre, wenn man überhaupt noch von etwas sprechen möchte, was in Deutschland als Wald definiert wird, ein kompletter Fichtenreinbestand, der wirklich 100% nur aus Fichte besteht, mit entsprechend degradiertem Boden durch Jahrhunderte der Fichtenforstwirtschaft, komplett gepflanzt, keinerlei Mischbaumarten. Und wirklich nur die absoluten Spezialisten unter den Pflanzen noch vorhanden, die wirklich unter den beschissensten Bedingungen trotzdem noch leben können. Ja? Das wäre ganz unten. So, und der Wald, von dem wir heute sprechen wollen, der befindet sich ungefähr hier. Ja? Also nur damit wir das mal richtig eingeordnet haben, im Kontinuum. Zum Vergleich, hier wo ich sitze, gucken wir doch mal eine Runde darüber. Das hier ist ein schöner Bergmischwald auf schätzungsweise, muss mal nachgucken, wie hoch ich hier eigentlich bin, aber so grob 500 Metern über der Meereshöhe. Das bedeutet hier im Schwarzwald, das ist der Schwarzwald, kommt die Tanne langsam natürlich ins Baumartenportfolio rein. Wir haben ansonsten dominierend recht viel Buche und die Kombination aus Buchen-Tannenwald mit noch ein paar zusätzlichen seltenen relativ seltenen Baumarten wie hier, zählt als Baumart, ist meistens relativ klein, aber zählt als Baumart, Ilex aquifolium, macht das hier zu einem etwas überdurchschnittlich guten Wald, was die Biologie angeht, was die Artenzusammensetzung, die Nährstoffhaltigkeit des Bodens und generell auch den Reichtum krautiger Pflanzen, die am Boden wachsen, die Bodenbedeckung als solche und auch das Baumalter der alten Exemplare, die hier zum Teil noch stehen, das spielt alles natürlich noch mit einer Rolle hier rein und macht das hier zu einem überdurchschnittlich wertvollen Wald. Ne? Noch nicht toll, aber überdurchschnittlich definitiv. Einfach nur, damit wir mal so einen kleinen Vergleich haben. Generelle Indikatoren für die Güte, die ökologische Güte eines Waldes, sofern man so eine solche... der Ökologe würde eigentlich nicht sagen, was ist gut oder schlecht, sondern nur beschreiben, wie es ist. Und es in ein Kontinuum einordnen von eben viel oder wenig. Ob das jetzt gut oder schlecht, richtig oder falsch ist, das spielt eigentlich letztendlich keine Rolle aus einer wirklich ökologischen Denkweise heraus. Aber dieser ökologische Wert, eben das Einordnen in diese Skala, kann vom Menschen relativ häufig oder wird vom Menschen relativ häufig als hier oben gut und da unten schlecht eingeordnet werden. Das ist deswegen auch nicht ganz falsch, weil der Nutzen für uns, für das Weiterbestehen einer für uns erfolgreich verwertbaren bzw. drin lebbaren Umwelt, ist der Nutzen eines Waldes hier unten eben sehr gering und der Nutzen eines Waldes hier oben außerordentlich hoch. Da können wir zum Beispiel neue Medikamente für uns entdecken, irgendwelche Heilkräuterchen finden, deren Heilwirkung wir noch gar nicht kennen, irgendwelche neuen Pilze kennenlernen, deren Heilwirkung wir noch gar nicht kennen, um einfach mal ein paar mögliche Anwendungen eines super naturnahen, biodiversen und vielfältigen, stabilen Ökosystems herauszuarbeiten. Ja, und nochmal unser Fichtenwald bei Vanessa, der ist hier unten einzuordnen. Warum? Weil er nur aus Fichte besteht. Hier und da mag es vielleicht noch eine Douglasie geben. Das könnte ich mir gut vorstellen, bin ich mir aber nicht ganz sicher und kann es auch momentan gerade nicht so 100% zuordnen, weil ich den Wald persönlich nicht kenne. Aber das bisschen Bildmaterial, was man da sieht, reicht einem Forstwissenschaftler wie mir schon vollkommen aus, um eine grobe Einschätzung abgeben zu können. Insbesondere, da ich die Region gut kenne. Ich habe da studiert. Das sind die Wälder, bei denen ich überhaupt erst Wald gelernt habe. Genau solche Bestände. Und daher kann ich wirklich sehr, sehr gut einschätzen, was das für ein Wald sein wird. Diese Fachkompetenz habe ich. Das ist mein Beruf. Das habe ich viele Jahre
lang gelernt. Das lerne ich bis heute und mache seit 2007 im Grunde nichts anderes. Ja? Daher, also als mich mit dem Wald als solchen auseinanderzusetzen und eben die Fähigkeiten zu erlernen, um so einen Wald korrekt bewerten zu können. Als einzigen Beruf, ich kann sonst nichts anderes. Ich habe meine komplette Lebenszeit, die ich jetzt nicht mit Freizeit vertrödelt habe, sozusagen in das Erlernen von Waldwissen gesteckt. Das nur mal am Rande angemerkt. So viel dazu. Deswegen kann ich eben schon die Struktur dieses Waldes wirklich einordnen und mit Sicherheit bestätigen, dass der scheiße ist. Ja, also im Kontext von Ökosystemqualität sozusagen. Ja, es handelt sich hier um eine Fichtenaufforstung. Das heißt, sämtliche Bäume, die wir da sehen können, sind gepflanzt mit Ausnahme der ganz paar Buchen, die hin und wieder mal durchscheinen. Die sind von alleine dazugekommen, weil die Buche, die natürlich dort vorkommt, kommende Baumart wäre, auch langfristig gegen die Fichte sich durchsetzen würde, wenn man sie dann lassen würde. Im Rahmen von Pflegemaßnahmen wird die Buche da aber mindestens regelmäßig rausgeschnitten oder zumindest nicht gerade begünstigt, weshalb es sehr lange dauern würde, wenn man nicht eben dauernd dagegen vorgeht, bis die Buche diesen Wald zurückgeholt hat. Man arbeitet hier also durch das Pflanzen von Fichte gegen die natürliche Entwicklung der Natur und durch das Pflanzen in Reihe und Glied, was hier ebenfalls der Fall ist, sorgt man zusätzlich für eine Ordnung, die in einem natürlichen, chaotischen Ökosystem niemals herrschen würde. Auch das reduziert nochmal den Wert. Die Artenvielfalt liegt bei Fichte, dann gibt es garantiert den Borkenkäfer. Wir sehen ein bisschen Schlafmoos im Hintergrund. Und zumindest in den meisten Einstellungen, die wir da sehen können, war es das dann auch. Wie gesagt, es gibt hier und da noch eine kleine Buche dazwischen. Hier und da wird ein bisschen Farn zu finden sein. Vielleicht auch noch zum Beispiel das schöne Frauenhaarmoos oder mindestens das gemeine Frauenhaarmoos, Polytrichum commune. Und abgesehen von Moosen, ein bisschen Farn, wie gesagt, hier und da vielleicht mal, wenn ein Kahlschlag auftritt, und das wird regelmäßig der Fall sein in diesem Wald, noch ein bisschen Kahlschlagvegetation, kurzfristig, bis die Fichte eben wieder nachgepflanzt und nachgewachsen ist. Also das ist wirklich, und da bin ich ausnahmsweise mal mit zum Beispiel Peter Wohlleben auf einer Wellenlänge, solche Wälder können wir nicht mehr gebrauchen in Deutschland. Der Zug ist abgefahren. Das ist eine Forstwirtschaft, die wirklich ins Museum gehört, aber nicht mehr in die Realität. Ja? Es ist zwar so, dass in Oberbayern, wo sich das Ganze hier zuträgt, solche Fichtenwälder noch ertragreich sein können, übrigens auch nur da, mit Ausnahme von Hochlagen des Schwarzwaldes, des möglicherweise Hochlagen des Harzes, aber da geht nicht, weil das Nationalpark, Erzgebirge, Bayerischer Wald, das ist auch Nationalpark. Ja, also so ein ganz paar Flecken in Deutschland, da kann man noch mit der Fichte arbeiten. Und tatsächlich ist das Alpenvorland, beziehungsweise die etwas höher gelegenen Teile von Oberbayern, somit die letzte große Fläche, wo man mit Fichten noch zuverlässig genug Geld verdienen kann, dass man sagen muss, dass der Wald zwar ökologisch scheiße ist, ökonomisch, aber durchaus viel Geld abwirft, weil hier auch eine vollständig mechanisierte Holzernte möglich ist, bedeutet, da sägt niemand mit der Motorsäge, zumindest darf man davon ausgehen, dass das keiner mehr macht, sondern da fährt komplett der Harvester durch, da passiert da alles hochmaschinell, vollmechanisiert, industriell, wenn man so möchte, alles genau so, wie wir eigentlich von weg wollen als deutsche Forstwirtschaft. Wir wollen mehr zur Einzelstammnutzung, wir wollen mehr zu schöneren, vielfältigeren Waldbildern. Der Grundsatz heißt, im Rest von Deutschland, wie gesagt, außer in Oberbayern, da muss das nicht sein, da kann das sein, einige machen das auch so, aber da muss es noch nicht sein. Wenn der Klimawandel nämlich noch eine Weile weitergeht, und das wird er, insbesondere wenn wir keine Windkraftanlagen aufstellen, das am Rande angemerkt, dann wird auch irgendwann da der Borkenkäfer Einzug halten und auch die letzten noch funktionierenden Fichtenwälder Deutschlands, großflächigen Fichtenwälder Deutschlands, ebenfalls vernichten wir das mit den restlichen Fichtenwäldern, bis auf ganz kleine Ausnahmen hier und da inzwischen auch schon getan hat, beziehungsweise in den nächsten Jahren tun wird. So, ne? Und in einem solchen Wald, wie gesagt, befinden wir uns. Zukunftsaussichten also miserabel, Wert für den Erhalt natürlicher Ökosysteme miserabel. Abgesehen davon, dass da eben wirklich Geld rumsteht und die Fichte ein hervorragender Holzlieferant ist. Die Fichte übrigens auch ein ganz ausgezeichnet toller Baum ist in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet. Da befinden wir uns aber noch nicht ganz. Wir sind nah dran.
aber noch nicht ganz. Und selbst wenn wir im natürlichen Verbreitungsgebiet wären, wäre ein in Reihe und Glied Pflanzen der Fichte ebenfalls wieder scheiße. Und ein Altersklassenwald, wo die Fichte immer schön in Rechtecken steht, das sehen wir wunderbar in so einer Drohnenflugaufnahme, die wohl schön aussehen soll. Für mich ist die nur ein Zeichen dafür, dass dieser Wald wirklich unterste Schublade ist. Also ich habe jetzt ganz lange darüber gesprochen, dass dieser Wald nichts taugt. Und nochmal, ich bin absolut qualifiziert, das zu beurteilen. Ob man ihn deswegen schön findet oder nicht schön findet, das ist ganz eine individuelle Angelegenheit. Also Vanessa darf diesen Schrottwald schön finden. Das ist in Ordnung. Nur der Vollständigkeit halber kann es sein, dass hier noch ein paar Douglasien und Kiefern in diesem Walde drin stehen. Kiefern, ja, kann sein, wie gesagt, die würden die Artenvielfalt geringfügig erhöhen, aber da Kiefern auch wieder überhaupt nicht standortheimisch sind und Kiefernstreu ähnlich miese Eigenschaften auf das Bodenleben hat wie Fichtenstreu, ist das nicht unbedingt eine nennenswerte Verbesserung. Ja, das hebt den Wald dann vielleicht noch einen Millimeter in meiner eben vorgezeigten imaginären Skala der Waldgüte noch weiter nach oben. Aber das ändert wirklich so gut wie nichts am Ergebnis und führt immer noch zu einem wirklich sehr, sehr unterdurchschnittlichen, überhaupt nicht ökologisch wertvollen Wald. Es kann weiterhin sein, dass noch ein paar Douglasien drin stehen. Das möchte ich auch nicht ganz ausschließen. Douglasien wiederum würden den Wald des Wertes auch überhaupt nicht erhöhen, den ökologischen Wert, weil das liegt einfach daran, dass die als fremdländische Baumart keine heimischen Pflanzen und Tiere hat, die nur mit ihr assoziiert sind. Sie bringt also keinen Mehrwert und sämtliche Tiere und Pflanzen und Pilze, die auf die Fichte assoziiert sind, können auch wunderbar neben der Douglasie existieren. Das bedeutet also, die Artenvielfalt, die immer an die Hauptbaumart gekoppelt ist, nimmt durch eine Douglasienbeimischung grundsätzlich nie wirklich zu. Ja, in ganz, 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 ganz seltenen Ausnahmefällen kann man noch ein oder zwei Käferchen dazukommen, die aber auch Allerweltskäfer sind und auf keinen Fall was Seltenes. Also nur der Vollständigkeit halber wollte ich einfach diese Möglichkeiten, die noch sein könnten, erwähnt haben, weil ich das eben nicht sehen kann und nicht beurteilen kann. Aber mehr ist mit Sicherheit nicht in diesem Wald drin. Garantiert nicht. So, dann wird erwähnt, wozu brauchen wir denn eigentlich die Windräder? Und das ist auch ein ganz wesentlicher Knackpunkt. Wer mir jetzt nicht einigermaßen nachvollziehen kann, dass eine Energiewende weg vom Fossilen und hin zu erneuerbaren Energieträgern eine gute Idee ist, der wird sich von ganzen weiteren Ausführungen, die ich hier mache, nicht weiter groß beeindrucken lassen, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass wir Windkraftanlagen als eine mögliche Lösung weg von den fossilen Energieträgern akzeptieren. Eine von vielen. Es muss ja gar nicht die eine Lösung sein. Ja? Und man kann sie hässlich finden, man kann sagen, der Ausbau geht zu schnell, man kann sagen, zu viel können wir uns nicht leisten, man kann sagen, die sind mir zu laut, ich will keine in meinem Vorgarten und mir völlig egal, wo ihr die sonst hinstellt, nur nicht zu mir. All sowas ist theoretisch denkbar, dass man sowas sagt, nur müssen wir uns wirklich darüber einig sein, dass CO2 zu viel davon in Atmosphäre verursacht durch menschliche Verbrennungsprozesse ist gleich böse. Ja? Weil wenn das nicht akzeptiert wird, dann gibt es auch keine Notwendigkeit, nicht weiter mit Kohle zu heizen und dann brauchen wir einfach nicht diskutieren, dann habt ihr den Schuss nicht gehört. Ja? Und das ist jetzt erstmal so die Grundvoraussetzung und das ist der wesentliche Punkt, den ich, wozu brauchen wir denn Windräder, kurz erwähnt haben möchte. Gäbe es noch Alternativen zu Windkraft und Photovoltaik? Photovoltaik wird im Übrigen gar nicht in Frage gestellt, das soll ja angeblich funktionieren in Bayern, das tut es auch. Vielleicht nicht ganz so toll, wie hier dargestellt wird, weil so viel Sonne hat Bayern jetzt auch wieder nicht. Bayern hat vor allen Dingen viel Fläche und mit viel Fläche kann man logischerweise auch viel Photovoltaik aufstellen. Das ist auch gar nicht unbedingt so nötig, dass es besonders viel Sonne in Bayern gibt. Aber alternativ wäre vor allen Dingen natürlich dann nochmal die olle Atomkraft zu nennen. Dazu macht sich der Stefan auch durchaus stark, dass er die besser fände. Das ist auch sein gutes Recht, das darf er selbstverständlich finden.
da will ich mich auch gar nicht groß einmischen, weil ich tatsächlich, genauso wenig wie der Stefan, kein Experte für Atomkraft bin. Aber der momentane Stand der Forschung, den ich mir angelesen habe, den ich aber nicht weiter beurteilen kann, weil ich eben kein Fachmann darin bin, ist, dass es zwei wesentliche neben dem Problem, was ist, wenn ein Unglück passiert, das kennen wir ja, und der noch nicht geklärten Endlagerungsdebatte. Und nein, man kann nicht unbedingt sicher sein, dass das bald mit dem Thoriumreaktor und so weiter und so fort ohnehin kein Risiko mehr sein wird und alle Probleme gelöst und so weiter und so weiter. Also zumindest sagen viele Physiker, dass das so einfach nicht ist. Ich kann, wie gesagt, nicht beurteilen. Ich kann lediglich vielen Physikern zuhören, die sich damit beschäftigen und dann für mich selber feststellen, okay, von den halbwegs seriös wirkenden Experten sagen 61% so und 39% so und habe ich jetzt 10% vergessen? Nein, habe ich nicht. Ja? Und daraus kann man sich dann auch eine eigene Meinung ableiten, ob die stimmt. Wie gesagt, die fachliche Qualifikation dazu habe ich nicht. Und deswegen kann ich auch nicht wirklich abschließend beurteilen, ob Atomkraft nun eine Option ist oder nicht. Aber tatsächlich eben das, was ich mir an verschiedenen Expertenmeinungen und Papieren zu dem Thema durchgelesen habe, weil es mich schon interessiert hat, hat dazu geführt, dass man wohl davon ausgehen darf, soweit ich in der Lage, als Nichtfachmann überhaupt in der Lage bin, das zu analysieren, dass Atomkraftanlagen schlicht und ergreifend viel teurer sind als erneuerbare Energien und einen ähnlich großen Flächenbedarf, zumindest als Windkraftanlagen haben. Und damit ist das schon ein Gegenargument, das ich ganz gut zählen lassen würde. Wie gesagt, neben der noch nicht geklärten Endnutzung, Endlagerungs- und Unfallverhütungsproblematik. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass der Bau eines neuen Atomkraftwerks und unsere alten sind langsam wirklich ein bisschen, abgesehen davon, dass sie jetzt schon abgeschaltet sein sollten, sage ich es zumindest, ich glaube, sind sie auch, sind die auch wirklich zu marode, um die noch ewig lange weiterlaufen zu lassen. Hätte man sie noch ein bisschen länger weiterlaufen lassen können, wegen mir theoretisch sicherlich gerne, ja. Aber neue bauen würde circa 30 Jahre in Anspruch nehmen und vielleicht findet man irgendjemand, der behauptet, er baut es in 10. Das gibt dann das neue Stuttgart 21 und es dauert am Ende dann halt doch wieder 50 Jahre, beziehungsweise je nachdem, wie lange es noch dauern wird, ob Stuttgart noch im 21. Jahrhundert fertig wird oder nicht. Gemeint war mit 21 eben nicht 2021, sondern das 21. Jahrhundert. So interpretiere ich das zumindest inzwischen. Also es ist schon ziemlich lächerlich, wenn wir Deutschen versuchen, ein Großbauprojekt auf die Beine zu stellen. Ich habe einen gewissen Nationalstolz in einigen Dingen, aber im Bau, was Großbauprojekte angeht, wirklich nicht. Windkraftanlagen können wir inzwischen aber aufstellen, haben wir schon 30.000 stehen. Das bedeutet, irgendwie scheint es zu funktionieren. Da können wir also auch noch ein paar mehr aufstellen. Das geht. Und das geht vor allen Dingen in viel weniger Zeit. Und da dummerweise Zeit inzwischen wirklich, wirklich Mangelware ist, wenn es darum geht, unseren CO2-Fußabdruck runterzubekommen. Und ja, der Rest der Welt muss auch noch mitspielen und so weiter. Wir kennen die Argumente. Aber wenn wir da als gutes Beispiel vorangehen wollen und mit einem gewissen Nationalstolz agieren wollen, um eben zu zeigen, dass wir das auch können, wobei andere Länder da eben sehr wohl auch mitmachen. Übrigens auch China. Ja, die bauen auch noch zusätzlich Braunkohlekraftwerke, stellen aber gleichzeitig auch viel mehr Windkraftanlagen und Photovoltaik auf als zum Beispiel wir. Natürlich haben die auch viel mehr Platz, aber auch da gibt es Entwicklungen. Und selbst Texas, ja, der American Way of Life beinhaltet in Texas nicht gerade daran, dass man irgendwie daran denkt, dass möglicherweise Umweltverschmutzung was Schlechtes sein könnte. Aber Texas hat gelernt, dass man mit Photovoltaik aus gefühlt nix, weil Sonne haben die da nun wirklich genug, plötzlich Geld machen kann. Und das ist natürlich sehr amerikanisch. Du hast irgendwas, was nix kostet, fängst das auf und schwuppdiwupp spuckt das wie der Goldesel einen Goldtaler nach dem anderen aus. Und das haben jetzt selbst die Texaner rausgefunden und bauen sehr amerikanisch jetzt Photovoltaik ohne Ende in ihre Halbwüstenlandschaften. Ja, aus den falschen Gründen, einfach nur, weil sie reich werden wollen. Klima ist denen scheißegal, aber es hilft trotzdem. Ja, also es gibt weltweit durchaus positive Entwicklungen in dieser Richtung zu vermerken. Und es ist nicht so, dass wir die Ersten wären, die damit anfangen, sondern wir werden lediglich eines von vielen Ländern, das dabei auch mitmacht. Ja. Und so viel zum Argument von wegen, aber erst wenn die Chinesen mitmachen, müssen wir auch anfangen und so weiter und so fort. Ich habe das an anderen Stellen schon weiter ausgeführt. Und bevor wir jetzt hier übermorgen noch sitzen, soll es das an der Stelle auch gewesen sein. Mir geht es nur darum,
Euch muss klar sein, wenn ihr den Klimawandel nicht als Bedrohung anseht, dann macht es auch für euch natürlich keinen Sinn, Windkraftanlagen zu bauen. Also ihr solltet zumindest so eine grobe, es wäre prinzipiell nicht ganz verkehrt, wenn wir regenerative Energiequellen für Deutschland in unendlichem Maße hätten, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Eine grobe Überlegung, dass das nicht ganz scheiße wäre. Das reicht dann schon, dann können wir weiter diskutieren. Im Übrigen gibt es durchaus sehr viel sinnvollere Argumente gegen die Energiewende als Windkraftanlagen machen die Natur kaputt, wie zum Beispiel, wir haben noch gar keine Speicher. Wer also damit um die Ecke kommen möchte, den gebe ich ein Stück weit recht. Wir haben tatsächlich noch nicht genügend Speicher. Ist nicht so, dass man die nicht bauen könnte, aber das hängt schon ein bisschen hinten dran, ne? Oder was auch in Sachen Windkraft-Gegenargumente was ich dann nachvollziehen kann und wo ich auch verstehe, dass dieses Argument kommt und man da ernsthaft drüber reden sollte, meiner Meinung nach, so nach meinem Verständnis. Vielleicht bin ich da auch völlig falsch und ich bin leicht zu widerlegen und ich irre mich da völlig, aber ich bin halt eben auch kein Windkraftexperte, genauso wenig wie die allermeisten anderen von euch. Und dieses Argument lautet, ja, was ist denn mit dem ganzen, mit der ganzen Verlangsamung des Windes durch jede Menge Windkraftanlagen, die Erhöhung der Rauigkeit der Oberfläche sozusagen? Kann das nicht vielleicht auch negative Auswirkungen haben und Wind ist zwar regenerativ, aber nicht unerschöpflich? Ist das so? Können wir so sehr die Rauigkeit der Erdoberfläche erhöhen, dass der Wind zum Erliegen kommt, weil immer mehr Hindernisse hoch in den Wind gebaut werden, wo sich normalerweise gar kein Hindernis befinden würde? Das ist ein Gegenargument, das würde ich gelten lassen, beziehungsweise da würde ich sagen, ja, das muss mir jetzt erstmal einer erklären, dass das nicht so ist. Ja? Ich habe nämlich keinen Schimmer und vom Gefühl her würde ich schon sagen, okay, das sind ein paar Stängel, die da in der Gegend rumstehen und auf gigantisch großer Fläche mit unendlich viel Wind, das kann wohl kaum eine Rolle spielen, vom Gefühl her, aber das ist bloß ein Gefühl und ich kann das nicht beurteilen. Und tatsächlich finden wir in der Literatur, die man zu Windkraftanlagen so finden kann, relativ wenig echte Experten, die sich damit auskennen, die einem das mal erklären würden, wie das denn mit der ja, mindestens nationalen Strömungsdynamik bei einem massiven Ausbau der Windkraftanlagen aussieht. Ne? Also das sind Gegenargumente, ich wollte sie nur mal genannt haben, die ich verstehe und wo ich dann sage, ja, da sollte man nochmal drüber reden. Ja? Was ich nicht verstehe, sind die angeblich riesigen Schäden an der Natur, die die Windkraftanlagen anrichten sollen und genau darum soll es heute ja gehen. Also ich möchte mal neben dieser Liste hier noch Folgendes kurz betonen. Ich bin kein Windkraftexperte, ich bin aber Experte für Auswirkungen von egal was auf die Natur. Ja, dafür musst du nicht wissen, wie eine Windkraftanlage funktioniert, sondern du musst wissen, wie die Natur funktioniert und welche Sachen die Windkraftanlage grob macht, die möglicherweise die Natur beeinflussen können. Ich habe also sehr wohl die Qualifikation, Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Natur zu beurteilen. Ja? Inwieweit die jetzt super nachhaltig sind und wie viel Strom die erzeugen und so weiter und so fort und ob das ein Problem ist und was für eine Leitung man da braucht und was weiß ich, da kann ich alles keine Details zu nennen. Das ist tatsächlich nicht mein Fachgebiet. Gut, gute Argumente gegen Windkraft habe ich hier jetzt nochmal rausgeschrieben, damit sie möglicherweise nicht alle nochmal in den Kommentaren genannt werden müssen. Das hält euch natürlich nicht davon ab, das möglicherweise trotzdem zu tun. Aber wirklich nachvollziehbare Gegenargumente, die man schlecht widerlegen kann, zumindest meines Wissens bisher, sind die Verspargelung der Landschaft, dass man dieses einfach hässlich findet. Ja, empfundene Hässlichkeit ist faktisch nicht widerlegbar. Und das ist von daher schon ein gutes Argument, wenn die kollektive empfundene Hässlichkeit wahnsinnig groß ist, dann kann das möglicherweise ausreichen, um dann eben die Regierung umzustimmen, beziehungsweise irgendwie die örtlichen Behörden umzustimmen, dass an dieser Stelle ein Windrad nicht stehen darf, weil eben die Hässlichkeit zu hoch ist. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Lässt sich eben, wie gesagt, durch Fakten nicht widerlegen. So, dann ist da diese mindestens scheinbar ungeklärte Frage der Störungsdynamik. Da haben wir gerade eben drüber gesprochen. Ich sage mindestens scheinbar ungeklärt. Ich habe dazu einfach keine Ahnung und habe nichts dazu gefunden und kann eben das Argument, dass das möglicherweise negative Auswirkungen haben könnte, erstmal soweit nachvollziehen, bis mich eben ein Physiker da mal wirklich korrekt vom Gegenteil überzeugen kann oder mir jemand sagt, in welcher Studie man das erfolgreich nachlesen kann, dass das scheinbar doch kein Problem ist. Also wie gesagt, mindestens scheinbar ungeklärt.
Das ist die Betonung. Lärm darf grundsätzlich als Störfaktor empfunden werden. Lärm macht krank. Auch der relativ geringe Lärm von Windkraftanlagen ist durchaus ein durchaus wahrzunehmender Lärmpegel und kann als Negativargument definitiv verwendet werden. Ja, inwiefern das schlimm für die Natur ist, ist nochmal eine andere Frage. Darauf gehen wir dann später im Detail allerdings noch ein. Aber grundsätzlich ist es ein gutes Negativargument. Schattenwurf wäre insbesondere dann ein Thema, wenn in der Nähe jemand wohnt. Schattenwurf ist über Wäldern allerdings relativ egal, weil da wird der Schatten auf den Wald geworfen und unterhalb, da wir uns nicht in den Baumkronen bewegen oder oberhalb der Baumkronen, merken wir von dem Schattenwurf im Regelfall so gut wie gar nichts. Und das bisschen, wo es dann doch mal möglich sein sollte, einen rotierenden Schatten zu haben durch den Rotor, das ist sicherlich wahrscheinlich zu vernachlässigen. Aber ein grundsätzlicher Punkt ist dieser Schattenwurf schon, dass der eine Rolle insbesondere beim Aufenthalt in der Nähe von Windkraftanlagen eben nun mal spielt und damit das Gegenargument durchaus zulässig sein sollte, meiner Meinung nach. So, und dann gibt es da noch die emotionale Beeinträchtigung des Erholungsnutzens von Wäldern. Soll heißen, ich fühle mich unwohl, weil mein spiritueller Waldbesuch und meine spirituelle Empfindung des Waldbesuchs durch das Vorhandensein von Industrieanlagen im selben Wald gestört wird. Auch das ist, weil es eben ein emotionales Argument ist, mit Fakten schwer widerlegbar. Da muss man jetzt halt einfach irgendwo entscheiden. Irgendwer muss das tun, ob emotionale Beeinträchtigung von so ein paar Leuten, die sich emotional beeinträchtigt fühlen, denn ausreicht, deswegen eben da keine Windkraftanlage hinzubauen. Ne, das ist eine Einzelfallentscheidung und zu der möchte ich hier jetzt gar nicht viel weiter was erzählen. Ne? So, und jetzt gilt natürlich, dass viele andere Sachen, die eine Windkraftanlage beeinflussen kann, insbesondere dann massiv wichtig werden, wenn wir es mit einem sehr wertvollen Wald zu tun hätten. Haben wir hier aber nicht. Und das ist jetzt auch der Kern meiner weiteren Argumentationsgrundlage. Ja, wäre das ein wertvoller Wald, dann würde dieses Video bzw. dieser ja, fast schon nur gesprochene Podcast, wenn man so möchte, würde dann grundsätzlich nochmal ganz anders ausfallen. Aber da wir es hier nur mit einem Schrottwald zu tun haben, ist das eine andere Situation. Und wie gesagt, dazu gleich mehr. Im Übrigen, Infraschall wird immer noch mal wieder erwähnt. Oh, der Infraschall, der macht krank und so weiter und so fort. Nö, der ist quasi nicht existent. Das war schlicht und ergreifend ein Kommafehler in der entsprechenden Studie, die in irgendeiner Version mal auf den Markt gekommen ist, sozusagen, beziehungsweise veröffentlicht wurde, in der dann halt eben drin stand, dass der Infraschall unglaublich hoch war, einfach weil man da ein Komma oder einen Rechenfehler drin hatte oder sonst wie. Das wurde später korrigiert in derselben Studie und ein Haufen Windkraftgegner hat das einfach nicht mitbekommen und denkt immer noch, dass Infraschall unglaublich hoch von diesen Anlagen wäre. Das ist schlicht und ergreifend falsch gewesen und dementsprechend schon längst korrigiert. Und das Infraschallargument zählt also quasi nicht mehr. Das nur am Rande angemerkt. So, jetzt, also Vanessa steht da im Wald und findet den schön. Und dann wird diskutiert, wozu wir Windräder brauchen. Und das habe ich ja jetzt auch zu Genüge ausgeführt, dass ich das für durchaus sinnvoll halte. Und dann geht's los. Bayern, das ist, glaube ich, so mehr oder weniger ein Zitat vom Söder, hat viel Sonne, aber ganz wenig Wind, hat Söder, glaube ich, mal so gesagt. Das heißt, Bayern ist führend, was den Photovoltaikausbau angeht, hat mehr Photovoltaik als jedes andere Bundesland. Das ist zwar richtig und das ist auch schön, allerdings muss man dazu sagen, dass Bayern auch viel größer ist als jedes andere Bundesland und viel mehr Platz hat als jedes andere Bundesland. Und wenn es prozentual einen ähnlichen Anteil oder sogar einen niedrigeren Anteil, einen erheblich niedrigeren Anteil als das Saarland an Solaranlagen hingestellt hat, dann hat es immer noch wahrscheinlich dreimal so viel wie das Saarland, weil das Saarland im Vergleich eben winzig ist. Und das gilt auch für andere eher kleine Bundesländer, dass die natürlich nicht mit Bayern mithalten können, weil Photovoltaik nun mal erstmal Platz braucht. Windkraft hingegen nicht so sehr. Und deswegen ergänzen sich die beiden auch schön. Photovoltaik ist sicher die unkritischere Version der regenerativen Energiegewinnung, keine Frage. Ja, die ist auch toll. Will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Photovoltaik super, wo immer man welche hinstellen kann, hinstellen, perfekt, toll, ganz super Sache, nichts gegen einzuwenden. Aber braucht halt Platz, ja, und Windkraft halt eben nicht. Und das ist auch wirklich ein zentraler Kern meiner Gegenargumentation gegen die schlechte Argumentation von Vanessa und Stefan. So, und jetzt muss ich den Akku wechseln. Und ja. So,
Weiter geht's im Text. Tatsächlich sind wir dann wo angekommen? Genau, es wird immer mal wieder angerissen, dass Bayern ja eben das, dieser zentrale Dreh- und Angelpunkt für die Argumentationsweise vorzugsweise vom Stefan, Vanessa geht da weniger drauf ein, dass Bayern ja eben gar nicht genügend Wind hätte. Ja? Stefan erwähnt auch irgendwo, dass besonders hohe Windkraftanlagen gebaut werden, damit das eben besser funktioniert. Und danach argumentiert er immer damit, da sei gar kein Wind. Ja, und das würde sich alles nicht rechnen, weil der Wind ist nicht da. Und. Und er zeigt uns einen Ausschnitt aus dem Windatlas, wo wir sehen können, der Wind ist nicht da. Und er zeigt uns eine alte Grafik, wo man gesagt hat, Windkraftanlagen lohnen sich da nicht, weil der Wind ist nicht da. So, wesentlicher Knackpunkt, eine alte Grafik ist innerhalb der Thematik Windkraftanlagen schon längst veraltet. Also alles, was da nicht von vorletztem Jahr ist, ist schon völlig veraltet und überholt. Die Entwicklung, die technische Entwicklung bei den Windkraftanlagen geht derart schnell, das ist ähnlich flott wie die Entwicklung des Personalcomputers, also des PC. Der wurde immer kleiner, der Mikrochip hat sich auf einen Bruchteil seiner Größe, einen winzig kleinen Bruchteil seiner Größe inzwischen runter reduziert, ist dabei gleich leistungsfähig geblieben, was unsere Computer heute können, das wisst ihr alle, ist sagenhaft. Allein die künstliche Intelligenz und so weiter und so fort, und das alles passt in ein Smartphone inzwischen rein. Früher sind das ganze Hallen gewesen, die man mit Computern füllen musste, um nur einen Taschenrechner bedienen zu können. Und inzwischen kann jedes Smartphone mehr als der noch so teuerste Computer vor 10 Jahren. Also die Entwicklung ist wirklich super, super schnell. Warum ist die so schnell? Weil man damit unendlich viel Geld verdienen kann. Womit kann man noch unendlich viel Geld verdienen? Potenziell mit Photovoltaik oder Windkraftanlagen. Ja, weil das ist wirklich eine Goldgrube. Und dementsprechend viel wird da investiert, auch international vor allen Dingen, gar nicht so sehr nur wir Deutschen. Und die Dinger entwickeln sich weiter. Auch die Chinesen sind durchaus führend beim Bau von den Teilen. Die bauen gleichzeitig, wie gesagt, auch noch Kohlekraftwerke. Das ist natürlich weniger schön, aber die sind auch definitiv hinterher, was die regenerativen Energieträger bzw. die Geräte, um da ranzukommen, angeht. Und dadurch hat sich zum Beispiel der Preis für Windkraftanlagen in den letzten 10 Jahren, ich meine um 66 bis 70%, irgendwie sowas um den Dreh, das kann man absolut ganz einfach nachlesen. Das kann auch nicht gefälscht sein, weil da gibt es wirklich eine schöne Statistik, wie viel hat das dann und dann gekostet, wie viel hat es dann und dann gekostet und so weiter und so weiter. Das sind einfache Messwerte. Das kann man nicht wirklich fälschen, das kann jeder selber ausrechnen und selber nachgucken, wie viel es wann wie gekostet hat. Da gibt es noch alte Zettel, da steht das sogar noch drauf. Ja, und 70% zurückgegangen. Das macht das natürlich immer lukrativer, die Dinger zu bauen. Und die Dinger sind immer höher geworden, sind trotzdem noch bezahlbar, weil eben der Preis so stark zurückgegangen ist. Und jetzt ist der wesentliche Knackpunkt, dass wir mit der Verbesserung der Technologie, mit der Möglichkeit, die Dinger überhaupt so hoch zu bauen, dass sie dann noch halbwegs stabil stehen und vernünftig funktionieren und so weiter und so weiter, und wir auch größere Generatoren ins Rad einbauen können, dass die also bei gleichem Wind letzten Endes auch wieder mehr Leistung haben, die Effizienz, der Wirkungsgrad von Windkraftanlagen auch noch mal erheblich viel besser geworden ist in den letzten 10 Jahren. Das darf man bei der Thematik einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn du irgendwelche alten Erfahrungen mit Windkraftanlagen gemacht hast, dann waren die damals vielleicht sogar hundertprozentig richtig. Der Stefan argumentiert immer mal wieder auch zwischendrin, dass er das irgendwie von früher weiß, und dann ist die Firma pleite gegangen und so weiter und so weiter. Das mag alles vollkommen richtig sein. Früher! Ja, aber wir dürfen auf keinen Fall, das ist bei dieser Thematik extrem wichtig, den technischen Fortschritt bei den Dingern einfach nicht vergessen. Auch die Sachen mit den bösen Gasen, die da teilweise drin verwendet werden, das geht heute inzwischen schon ohne. Viele Hersteller machen das schon ohne, noch nicht ganz alle, irgendwann werden es alle sein. Und dann hat sich das Thema auch erledigt. Und nach findet man immer mehr Lösungen, technische Lösungen, um die Dinger eben noch besser anzupassen, und die werden besser und besser und besser. Und daher ist es eben ganz schwierig, wenn man da mit irgendwelchen alten Werten um die Ecke kommt. Zum Beispiel, ganz viele Leute hatten mir beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, in die
Kommentare geschrieben, die Produktionskosten von denen wären ja so furchtbar hoch und das dauert ja viele, viele Jahre, bis die ihre eigenen Produktionskosten sozusagen wieder eingespielt haben an CO2-Einsparungen und so weiter und so fort. Das war früher so. Ja, früher hat das mal 5, 6, 7 Jahre gedauert und 20 ist das Ding gelaufen. Inzwischen liegen die Zeiten, die notwendig sind, um die Produktionskosten wieder einzuholen, zwischen 4 und ich glaube 8 Monaten irgendwie so im Durchschnitt. Jetzt nehmen wir an, eine Windkraftanlage in Bayern hat tatsächlich nicht ganz so viel Wind wie eine an der Küste. Das ist eine Tatsache, an der Küste geht mehr Wind, selbst wenn man in die Höhe baut. Dann mag es da von mir aus, selbst wenn es 2 Jahre dauert, dann sind das 2 von 25 Jahren Laufzeit und in den übrigen 23 Jahren spart es einen Haufen CO2. Das lohnt sich immer noch absolut, total. Das ist ein Riesengewinngeschäft. Ja? Und die Firmen, die diese Windkraftanlagen bauen, die werden nicht versuchen, möglichst wenig Geld zu verdienen, sondern möglichst viel Geld zu verdienen. Und daher kann ich mir schon vorstellen, da das deren ihr Job ist und die einzige Existenzgrundlage ihrer millionenschweren Firma, dass die schon wissen, wenn sie planen, irgendwo eine Windkraftanlage hinzustellen, dass sich das für sie auch vermutlich rentieren wird. Ja? Und irgendwo später im weiteren Text, wenn ich da nicht noch drauf eingehe, sagt zum Beispiel Vanessa, dass die Windmessung noch gar nicht durchgeführt haben. Das bedeutet, sie haben an dem Ort, an dem die Windkraftanlagen stehen sollen, noch nicht eine ganz lange Stange in den Himmel gehalten, sondern eine ganz lange Teleskopstange oder irgendeinen kleinen Messturm gebaut oder sonst irgendwie, wie auch immer man das dann genau macht, wenn man das konkret messen möchte. Das haben sie noch nicht gemacht, deswegen können sie ja gar keine Ahnung haben, dass da überhaupt kein Wind geht, beziehungsweise nur vermuten, dass da Wind geht. Diese Vermutung trifft aber in 99% der Fälle zu, weil man weiß, da hinten ist so viel Wind, da ist so viel Wind. Wind kommt von da nach da, in der Mitte hört er nicht auf einmal auf zu wehen, sondern da ist er immer noch. Und dadurch, dass man woanders Messpunkte eben bereits ermittelt hat, dass man auch einen Wetterballon einfach mal durch den Wind fliegen lassen kann und auch da eine grobe Vorstellung von bekommt, das kann man auch mehrfach machen. Und heutzutage mit Satellitentechnik und allen möglichen anderen Hightech-Scheißdreck sehr wohl ohne ein kleines Fähnchen in den Wind zu halten, messen kann, wie viel Wind da ist und ob da Wind ist. Dadurch kommt ja auch der Windatlas von Bayern, der vom Stefan als Quelle verwendet wird, den ich entsprechend deswegen auch verwendet habe, kommt dazu zum Einsatz und wird offensichtlich als Quelle akzeptiert, weil, wie gesagt, Stefan nimmt den ja auch her. Und sobald man da eine höhere Höhe eingibt, als die, die Stefan verwendet, dann ist da auf einmal der Wind. Ja, und die Werte kommen genau durch die gleiche Methodik zusammen wie der fehlende Wind weiter unten. Das heißt, wenn du unten dran glaubst, dass unten der Wind fehlt, dann wurde dieser Beweis dafür, dass unten der Wind fehlt, mit genau derselben Methodik und derselben Mathematik und derselben Messtechnik entwickelt und bewiesen, wie genau derselbe Beweis für, du stellst die Höhe auf 200 Meter über Grund ein und schwuppdiwupp, da ist der Wind. Und wenn du das eine akzeptierst, musst du auch das andere akzeptieren. Das heißt, es ist damit bewiesen, ich kann euch das gerne mal einblenden, den Windatlas an dieser Stelle, dass der Wind schon da ist, nur eben weiter oben. Ja? Und darum geht es mir, zentrale Aussage meiner Argumentation und zentraler Denkfehler in eben diesem Video, beziehungsweise Argumentationsfehler, ist zu behaupten, da sei kein Wind. Und die Windkraftanlagen früher wären immer pleite gegangen. Und das Beispiel, Stefan bringt irgendein Beispiel von einer Windkraftanlage, die kaum Laufzeitstunden hat, die meiste Zeit stillsteht, weil da kein Wind ist. Ja, das ist eine zu niedrige. Niemand bezweifelt ja, dass da unten kein Wind ist. Das ist klar, da unten ist auch kein Wind. Und natürlich steht dieses Beispiel still. Ja, und deswegen sollen ja die neuen, die gebaut werden, sollen ja auch so riesengroß sein, weil dann der Wind ja da ist. Ja? Und das ist wirklich zentraler Dreh- und Angelpunkt, warum die Argumentation vom Stefan Murks ist, weil er immer nur mit niedrigen Windkraftanlagen und oder Windgeschwindigkeiten oder Windenergievolumen und so weiter und so fort auf niedrigen Höhen argumentiert. Aber niemand will niedrige Windkraftanlagen mehr bauen. Das will keiner mehr. Es sollen nur noch große gebaut werden. Warum? Weil die funktionieren. So, ne? Also das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt. Ich komme vielleicht hier und da noch mal ein paar Mal drauf zurück, weil dass das eins der beiden wirklich Totschlagargumente ist, mit dem man dieses Video relativ schnell eben zerpflücken kann. So, das wäre so der Punkt. So,
Jetzt legen wir los und fragen uns erstmal, wo soll denn hier überhaupt irgendwas gebaut werden? Worum geht es denn eigentlich konkret? Und zwar sind von zwei Waldstücken ist hier die Rede. Das ist einmal der Ottinger oder Oettinger Forst mit angrenzenden Waldgebieten. Tatsächlich ein relativ großes zusammenhängendes Waldgebiet in der ansonsten eher agrartechnisch geprägten Landschaft, in der wir uns hier befinden. Da gibt es also nur recht wenige größer zusammenhängende Waldgebiete, wenn man sie dann so nennen möchte. Das meiste davon ist auch wieder Fichtenforst, Fichtenreinbestand, also wirklich nichts besonders Wertvolles, aber nennen wir sie es doch spaßeshalber einfach mal so. Und dieser größere da, der hat tatsächlich 60 Quadratkilometer. Das klingt jetzt erstmal hoffentlich viel. Das ist auch ganz nett. Das sind 6000 Hektar. Also das ist der große, ne? Der große, also 60 Quadratkilometer. Das konnte ich auch nachlesen, dass der so groß ist. Beim kleinen musste ich schätzen. Hab das so gut es geht aus der Karte versucht auszurechnen, wie groß der ungefähr sein könnte. Da gibt es bestimmt irgendwelche Tools, die einem das genauer sagen. Das kann ich leider nicht. Da fehlen mir die informatischen Fähigkeiten dazu. Aber ich bin auf ungefähr 5 Quadratkilometer bzw. 6 Quadratkilometer, so irgendwas zwischen 5 und 6 gekommen und würde den Wald daher mit so 600 Hektar ungefähr berechnen wollen. Das dürfte auch der Wald sein, in dem Stefan und Vanessa drinstehen. Ja, so, und in diesen kleinen 600 Hektar Wald sollen 7 Windkraftanlagen rein und in den Ottinger Forst sollen 40 Windkraftanlagen rein. So, und die Größe der jeweiligen Wälder plus die Zahl der Windkraftanlagen ist jetzt mein zweites entscheidendes Argument, um eben den Beitrag von Stefan und Vanessa hier so ein kleines bisschen zu zerpflücken, weil die erwähnen, wie viele Windkraftanlagen das sein sollen. Vanessa wird uns gleich noch im weiteren Verlauf des Beitrags, oder hat es schon getan, je nachdem, ob ihr den schon gesehen habt oder noch nicht, wird uns Vanessa erklären, wie groß denn die Flächenversiegelung pro Windkraftanlage durchschnittlich ist. Die Quelle, die sie dazu zitiert, die würde ich auch verwenden, die ist absolut seriös. An der Quelle gibt es also gar nichts auszusetzen. Ich habe die im Übrigen auch schon verwendet und da kommen wir dann auf eben 0,45 war es, glaube ich, Hektar dauerhaft versiegelte Fläche, dauerhaft versiegelt während des Bestehens der Windkraftanlage, muss man dazu sagen. Das heißt dauerhaft versiegelt, dauerhaft gerodet, das so jetzt so rum. Ne? Also da wachsen keine Bäume, die werden freigehalten, diese 0,45 Hektar pro Windkraftanlage. Da ist dann halt eine Art von Wiese drauf, eine Art von Steppenlandschaft drauf. Da ist schon grün, teilweise auch nicht, teilweise ist es auch wirklich Schotter, dass man da eben ständig drauf rumfahren kann. Aber ein Großteil dieser 0,45 Hektar wird grün sein, langfristig, aber eben kein Baumbestand, also kein Wald. So. Ja, und dann kommen nochmal ungefähr 0,4 bis nochmal 0,45 oder vielleicht sogar 0,5 Hektar kurzfristig zu rodende Fläche dazu. Bedeutet, da werden die Bäume gefällt, damit man die Windkraftanlage errichten kann und hinterher werden die Bäume sofort wieder nachgepflanzt. Ja, das heißt, das ist keine, nur eine kurzfristige, ja, letztendlich ist es eine Holzfällmaßnahme, es ist gar keine Rodung, weil sobald der Wald wieder hinterher aufgeforstet ist, ist es juristisch gesehen keine Rodung und auch faktisch keine Rodung, weil da sofort wieder neuer Wald wächst. Und die Bäume können da dann auch bleiben. Wenn man die Windkraftanlage eines Tages wieder abbaut, kann die Fläche stehen bleiben, die bis dahin nachgewachsen ist. Abbauen ist erheblich weniger platzbedürftig als aufbauen. Ja? Bedeutet, die tatsächliche Waldentfernung de facto, der dann auch wegbleibt, 0,45 Hektar, sagt Vanessa auch so, ne? Also da sind wir uns einig, kurzfristig weg circa 0,9 Hektar. Tatsächlich ist es so, dass diese Zahlen auf Durchschnittswerten der bisherigen im Wald stehenden Windkraftanlagen basieren. Und in Bayern sind die Flächenverbrauchszahlen tatsächlich bisher noch deutlich geringer als dieser Durchschnittswert über Gesamtdeutschland. Also so gesehen müsste man eigentlich, das ist nicht sehr realistisch und wahrscheinlich wird es auch nicht dazu kommen, aber tendenziell sind die Zahlen eher noch ein bisschen kleiner als das, was Vanessa sagt, weil wir uns ja in Bayern befinden und es bislang in Bayern eben möglich war, mit weniger Platz auszukommen. Warum ist das so? Weil bayerische Wälder zum Teil wirklich übererschlossen sind. Da gibt es Vorstraßen ohne Ende und die sind auch teilweise mit wirklich schwerem Gerät bereits heute befahrbar, sodass man also kaum noch zusätzliche Straßenbaumaßnahmen in manchen bayerischen Wäldern durchführen muss und da einfach so eine Windkraftanlage mit minimalstem Aufwand schnell mal eben reinstellen kann. Ja?
mit vergleichsweise minimalstem Aufwand. Das ist natürlich immer noch viel Aufwand, selbstverständlich. Ich meine, die Dinger sind riesig. Ja, so viel dazu. Also bei diesen Zahlen herrscht heiter Einigkeit. Wie gesagt, Vanessa nennt die, ich nenne die auch. Und was dann Vanessa allerdings eben vergisst, ist, beziehungsweise sie und Stefan machen dann ein Gefühl draus. Ich habe euch die Zahl genannt und ich erwecke den Eindruck, diese Zahl wäre hoch. Also wenn man bei den beiden in die Kommentare guckt bei dem Video, dann wird das allgemein generell als eben sehr, sehr hohe Zahl wahrgenommen. So, das ist grundsätzlich theoretisch denkbar, dass man hier auch sagt, man lässt sich von Gefühlen leiten und eben nicht von Rationalität und empfindet das jetzt einfach als eine große Zahl und das ist alles schlimm, schlimm, schlimm. Nimmt man jetzt aber diese Zahl und setzt sie in den Kontext, wie groß diese Wälder eigentlich sind, um die es geht, ja, und die Zahl der Windkraftanlagen, die da maximal gebaut werden soll, dann kommen wir beim 6000 Hektar großen Ottinger und angrenzenden Forst mit 40 großen Windkraftanlagen, unvorstellbar. Diese riesigen Flächen an Waldvernichtung, diese gigantische Zerstörung der Natur, da ist alles weg, so kann man das jetzt formulieren. Genau genommen sind da 0,66% der Waldfläche weg. Das heißt, da sind 99,44% der Waldfläche noch da. Das als alles weg und riesige Waldvernichtung und so weiter und so fort zu deklarieren, das ist ein bisschen übertrieben. Ja? Und ich habe für diese Rechnung schon mit einem vollständigen Hektar pro Windkraftanlage gerechnet. Das heißt, eine Vergrößerung des Straßennetzwerkes ist dann ein Stück weit schon mit eingerechnet. Allerdings müssen wir der Fairness halber sagen, es kann schon sein, da hat Vanessa auch vollkommen recht, das sagt sie ja dann ja auch noch, dass eben zum Transport der Bauteile der Windkraftanlage in den Wald hier und da mal die Straße verbreitert werden muss. Und insbesondere in Kurven muss sie dann nochmal deutlich mehr verbreitert werden. Und das führt dann nochmal zu einem zusätzlichen Bedarf an Fläche. Und da würde ich dann davon ausgehen, dass da vielleicht noch 1%, schlimmstenfalls, allerschlimmstenfalls, noch 1% zusätzliche Waldrodung während des Betriebs der Windkraftanlagen nicht mehr unbedingt hinterher zustande kommt. Ist übrigens die Frage, ausgelegt sind die Dinger auf 25 Jahre. Die können hinterher nochmal verlängert, also repowered werden. Wie das technisch genau funktioniert, muss man den Ingenieur fragen, habe ich keine Ahnung. Aber dann bleiben sie halt nochmal ein bisschen länger da und dann werden auch die notwendigen Waldweichungsmaßnahmen sozusagen, die erforderlich sind, damit die Dinger eben betrieben werden können, weiterhin bestehen. Aber die müssen nicht zwingend bis in alle Ewigkeit bestehen, mit Ausnahme vom Betonsockel, dazu kommen wir dann gleich. Wenn wir annehmen, dass wir noch 1% der Waldfläche für Straßenerweiterungen ausgeben müssen, das ist extrem viel, das ist super unwahrscheinlich, dass es wirklich ein ganzes Prozent ist. Aber absolutes Maximum, wenn alles scheiße läuft und man drauf scheißt, dass das teuer ist, neue Forststraßen anzulegen. Deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass man mehr als absolut notwendig an zusätzlicher Straße anlegen wird, weil die halt so sauteuer sind und kein Unternehmen freiwillig Geld ausgibt für irgendwas, was einem nicht, was es dem Unternehmen nicht weiterhilft. Und gerade auch wenn viele Windkraftanlagen gebaut werden, die werden alle über die Zentralstraße bis kurz vor ihren Ort, wo sie stehen sollen, transportiert und dann muss man von der Zentralstraße, die dann auch entsprechend breit und fett ist, nur noch einen kleinen Wupp, 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 Wupp und schwuppdiwupp hast man 40 Windkraftanlagen mehr oder weniger in einer Reihe, wahrscheinlich auf dem Kamm eines Hügels, wo der Wind genau drüber geht, entsprechend stehen. Ja? Und fertig ist der Windpark. Und daher, weil es im Wesentlichen eine fette Straße ist, die schon existiert und wie gesagt nur breiter gemacht werden muss, ist eine realistische zusätzliche Waldrodung, kurzfristige Waldrodung, während eben die Straße so breit sein muss, man könnte sie hinterher auch wieder schmaler gestalten, von na, irgendwas 0,2% der Waldfläche deutlich realistischer als dieses 1%, was ich maximal angesetzt habe. Aber selbst wenn es das 1% wäre, dann reden wir hier von 1,66% der Waldfläche, die hier gerodet werden soll. Das ist nicht alles und das ist auch nicht viel. Das ist gemessen an der Gesamtwaldfläche so gut wie nichts. Es sind 1,66%. Kein Mensch würde da irgendwie drauf wetten, wenn es da was zu gewinnen gäbe und auch was zu verlieren. Ja, also das müssen wir uns klar machen. Die Rhetorik geht hier davon aus, ohne das weiter zu begründen, dass es viel Fläche wäre. Es ist aber nicht viel Fläche. Windkraftanlagen, ja, sie haben ihre Nachteile, keine Frage. Und man muss sie nicht mögen. Aber die
die brauchen echt nicht viel Fläche. Das ist faktisch falsch. Das ist die flächenschonendste, am wenigsten flächenverbrauchende regenerative Energietechnologie, die es gibt. Alles andere braucht bei weitem mehr Fläche, insbesondere die Photovoltaik, die braucht viel mehr. Wasserkraft braucht viel mehr, weil ein Stausee angelegt werden muss. Es sei denn Fließwasserkraft bei kleinen Flüssen, aber da kommt auch viel weniger bei rum. Daher, das ist natürlich schön, wenn man das irgendwo machen kann. Das reicht dann für eine Handvoll Haushalte, aber das war es dann auch schon wieder. Oder für einen Industriebetrieb und zum Beispiel eine Papierfabrik ein Stück weiter nach drüben läuft bei uns mit Wasserkraft. Das ist auch schön so, aber mehr gibt diese Wasserkraftanlage auch nicht her. Das gibt einfach unser Fluss nicht her und der ist gar nicht mal so klein. Also eine direkt in den Fluss gebaute Anlage wird niemals unglaublich viel Strom produzieren. Da brauchen wir uns keine allzu großen Hoffnungen machen, dass das funktionieren könnte. Ja, das wäre eben der große Wald. Also maximal 1,66, minimal so ungefähr 0,8, 0,9 Prozent der Waldfläche sollen hier weichen. Ja? Also jeder, der auch nur ansatzweise Mathe versteht, weiß, dass das nun bei weitem nicht alles ist. Ja? Wirklich nicht. Ja, zum Thema gefühlte Größe einer Zahl möchte ich jetzt nochmal einen Exkurs machen. So wie wir hier gefühlt die so und so viel Hektar an Waldfläche, die durch Windkraftanlagen verloren gehen, erstmal als große Zahl wahrnehmen, so wird mit der gefühlten Wahrnehmung der Größe einer Zahl zum Beispiel auch sehr gerne unter Schwurblern gearbeitet, die behaupten wollen, einen Treibhauseffekt kann es so gar nicht geben, weil der Anteil von CO2 in der Atmosphäre einfach eine viel zu kleine Zahl sei, als dass die jemals einen Einfluss haben könnte. Tatsächlich liegt der momentan bei etwas über 410 Parts per Million ppm abgekürzt. Das ist also tatsächlich eine sehr, 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 sehr kleine Zahl. So, und wenn wir uns jetzt wirklich diese kleine Zahl, also sprich den geringen Anteil von CO2 an der Atmosphärenzusammensetzung angucken, dann wäre das bis hier eigentlich im Grunde dasselbe, was ich jetzt gerade als Argument gebracht habe und sage, dass 1,2% bzw. 0,66% oder je nachdem, was für andere kleine Zahlen ich jetzt hier noch genannt habe. Ich sage, das ist eine kleine Zahl und deswegen kann sie hier nicht besonders relevant sein, beziehungsweise ist nicht sehr wirkmächtig und hat kaum Auswirkungen auf die Waldfläche. So, wenn ich das jetzt aber so sage, dann müsste man doch jetzt fast meinen, dass dann die Schwurbler doch recht haben, wenn die sagen, dass 410 ppm eine sehr, sehr, sehr kleine Zahl ist und daher keine Auswirkungen haben kann. Das heißt, ich begebe mich hier gewisserweise gerade auf Schwurbelniveau, indem ich sage, 1,2% sind zu klein, um eine Auswirkung zu haben. So, und jetzt ist hier der wesentliche Unterschied der, dass wir bei 1,2% Verlust der Waldfläche was anderes angucken als 410 ppm CO2-Anteil in der Atmosphäre. Entscheidend ist hier nämlich nicht, wie viel da absolut drin ist, sondern die Geschwindigkeit der Veränderung des CO2-Anteils. Ja? Und wenn wir uns die Geschwindigkeit dieser Veränderung angucken, dann ist das auf einmal keine kleine Zahl mehr, sondern das ist dann eine große Zahl, nämlich ca. 70% Zunahme seit der Industrialisierung. Und das wiederum ist eine viel schnellere Zunahme der globalen CO2-Konzentration in der Atmosphäre, als wir sie jemals auf dem Planeten erlebt haben. Bei weitem schneller als alles, was es je gegeben hat. Und da kommen dann eventuell unsere Ökosysteme nicht mehr hinterher. Und da liegt das Problem. Ja? Also scheinbar erstmal eine kleine Zahl, so klein, dass sie doch eigentlich fast keinen Unterschied machen darf und eigentlich keine Rolle spielen sollte. Objektiv zählt aber eben nicht die absolute Größe der Zahl, sondern das Verhältnis und die Größe der Änderung. Und was wir hier für die Waldfläche feststellen, ist eben auch, dass wir nur eine kleine Änderung der Waldfläche haben. Also man muss es ins richtige Verhältnis setzen, um beurteilen zu können, ist eine Zahl groß, ist eine Zahl klein. Zahlen sind ausgesprochen interpretationsbedürftig und man kann da sehr viel mit Lügen letzten Endes, mit Statistikfälschen und alle möglichen Aussagen ins Gegenteil verzerren, wenn man dann nur die Zahlen in den richtigen oder falschen Kontext zieht. Und daher ist es das auch wirklich schwierig und
und tatsächlich nicht ganz leicht zu durchschauen, was für eine Zahl man denn hier jeweils hernehmen soll, ne? Also die 410 ppm mag eine kleine Zahl sein, ist aber aufgrund des enormen Anstiegs in den letzten Jahrzehnten dieser Zahl durchaus wirkmächtig. Und 1,2% Reduktion der Waldfläche ist eine kleine Zahl und ist tatsächlich nicht mehr besonders weit darüber hinaus wirkmächtig als tatsächlich nur 1,2% der Waldfläche. Insbesondere, darauf gehe ich aber gleich nochmal ein, ich möchte es an dieser Stelle trotzdem nur auch schon mal gesagt haben, dass diese 1,2% der Waldfläche woanders wieder aufgeforstet werden müssen, und zwar als wertvoller Mischwald und nicht als Fichtenreinbestand. Und so gesehen geht eigentlich de facto überhaupt keine Waldfläche verloren. Der Wald wird nur kurzfristig jünger. 1,2% des Waldes wird kurzfristig jünger, mittelfristig wertvoller, weil die neuen Wälder wertvoller sein werden von der Artenzusammensetzung als der alte Fichtenwald. Also haben wir, wenn überhaupt, dann nur kurzfristig einen geringfügigen Waldverlust, und das gleicht sich mittelfristig sofort wieder aus und das Resultat ist dann besser als vorher. Ja? Aber dazu, wie gesagt, jetzt noch ein paar Details. Aber der Exkurs war mir einfach mal wichtig, damit ihr ein bisschen merkt, wie kompliziert das Ganze eigentlich sein kann und wie sehr man Zahlen manipulieren kann, um eben verschiedene Aussagen treffen zu können. Und insbesondere, wenn eine Zahl nur vom Gefühl her eingeordnet wird, also vom Gefühl als groß oder klein angesehen wird. So. Im anderen Wald sieht es ein bisschen schlechter aus. Da sollen 7 bis zu maximal 7, das ist wohl noch nicht ganz geklärt, Windkraftanlagen in den kleinen Wald von 600 Hektar, und das wären dann 1,2% der Waldfläche. Auch da darf man noch ein kleines bisschen Straßenfläche hinzurechnen, dann sind wir vielleicht so bei 1,5% der Waldfläche. Das ist, wie gesagt, schlechter als nebenan, ist aber auch noch keine Katastrophe, und da sind dann noch 98,5% der Waldfläche übrig. Alles weg, sieht anders aus. Ja? Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt, der eben in diesem Originalvideo falsch gemacht ist. Diese Suggerierung, das sei viel. Es ist nicht viel. Ein halber Hektar ist scheiße wenig im Wald. Das ist furchtbar wenig. Sobald man einen Wald hat, der ansatzweise eine Größe hat, dass es sich überhaupt lohnt, den zu bewirtschaften, ist ein halber Hektar nix. Das ist winzig, winzig. Du kannst das auch in Fußballfeldern angeben. Es ist ein Dreiviertel Fußballfeld. Dann denkt sich jeder, boah, so viel. Ja, aber auf der Gesamtfläche des Waldes. Ihr müsst den Wald immer quadratisch denken. Ja? Man neigt dazu als Mensch, man guckt geradeaus, sieht einen Kilometer weit, und guckt nach rechts und sieht einen Kilometer weit, aber wir kriegen kein Gefühl dafür, dass das quadratisch, ein Kilometer mal Kilometer, ein Quadrathektar, ein halber Hektar ist nix. Und selbst wenn man dazu dann 5000 Quadratmeter sagt, das erscheint einem in Anbetracht dessen, dass man selbst vielleicht auf 80 bis 100 Quadratmetern wohnt, unglaublich viel. Ja? Aber für Naturflächen, auch für einen Landwirt ist ein halber Hektar, da kann kein Landwirt von leben, keine Chance, kannst du vergessen. Das kann ich jetzt noch ein paar Mal wiederholen. Oder ich kann euch mal für den Fundamentfuß aus Beton, da reiten die beiden auch im weiteren Verlauf des Videos massiv drauf rum, wie schrecklich dieser Fundamentfuß aus Beton wäre, wie viel furchtbar viel Wald dazu betoniert wird, für immer vernichtet, das geht nie wieder weg, das wird man nie wieder los, diesen Betonfuß, der ist ganz, 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 ganz schlimm. Also erstens mal stimmt das nicht, und zweitens ist die Fläche winzig. Ich habe hier mal was Schönes aufgemalt. Ja, ich habe sogar ein Lineal genommen, damit man es besser sehen kann. Ich hoffe auch, ihr könnt es sehen. Ich habe hier ein Rechteck. Das große Rechteck, das sind 600 Hektar. Das wäre also quasi, wenn er quadratisch wäre, er ist nicht quadratisch, unser Wald, in dem Stefan und Vanessa stehen oder Vanessa und Stefan stehen. So, und ich habe hier mal eine Ecke markiert, das sind 100 Hektar. Ja, sechsmal diese Ecke sind dann der gesamte Wald. Das ist auch nur so ungefähr, weil ich nicht genau rekapitulieren konnte, wie groß dieser Wald exakt ist. Aber so ungefähr in dieser Größenordnung kommt es hin. Ne? Vielleicht sind es 700 Hektar, vielleicht sind es nur 500 Hektar. In jedem Fall, das ändert nicht viel daran, dass es insgesamt nicht viel ist. Aber nehmen wir mal an, es wären 600 Hektar. Dann ist hier dieses kleine Eckchen, ein Rechenkästle auf dem üblichen DIN A4-Papier mit Rechenkästle. Ein Rechenkästle ist ein Hektar. Ja? Also gemessen an der Gesamtgröße ist ein Hektar nur ein 600stel von diesem Wald. So, und von diesem einen Hektar
ist die hier schraffierte Fläche der Anteil, den alle 7 Betonfundamente unserer Windkraftanlagen und unseren 600 Hektar Wald an der Gesamtfläche einnehmen. Ja? Also 35% bzw. 0,35 Hektar von 600 Hektar. Ne? Also 35% von einem Rechencashle in diesem Quadrat. Das kann sich doch jetzt bitte hoffentlich jeder grafisch, praktisch irgendwie vorstellen, wie furchtbar viel versiegelte Fläche das dann ist. Ne? Und wenn ihr jetzt einen Hauch von gesundem Menschenverstand ausgestattet seid, und davon gehe ich aus, ja, insbesondere bei meinen Stammzuschauern, da weiß ich, dass es sogar noch ein bisschen mehr ist, dann seid ihr wahrscheinlich in der Lage zu kapieren, dass 7 Stöpsel, a 0,05 Hektar, die sich über 600 Hektar Wald verteilen, keine unglaubliche Barriere für irgendwelche Wasserflussprojekte oder Wasserspeicheransammlungen und so weiter und so fort darstellen. Das ist im Grunde, als würdest du 6 große Steine in den Wald legen, der riesengroß ist, und die verbuddeln. Ende. Ja? Mehr passiert da nicht. Und das Lustige ist, dieser Beton wird ja nicht auf den Boden gegossen und verdichtet dann den Boden drunter und ist dann als riesiger Betonklotz am Boden, sondern du gräbst ein Loch, da kippst du Beton rein und dann stellst du eine Stange in die Mitte und schüttest das Loch wieder zu. Das heißt, der Boden kommt auf den Beton wieder drauf. Und zwar reichlich Boden auf dem Beton, nicht etwa nur so viel oder sowas in die Richtung, sondern reichlich Boden. Das heißt, wir haben nicht mal eine Bodenverdichtung für das Fundament. Das Fundament sitzt im Fels und Fels kannst du nicht verdichten, völlig egal, wie viel Beton du da reinkippst. Fels ist für den Geologen durchaus interessant und der mag da ein emotionales Problem mit haben. Aber Fels ist auch völlig unbelebt. Du kannst in den Fels so viel Beton reinkippen, wie du lustig bist, wenn du vorhin ausreichend große Kohle reingepackt hast, und ersetzt Naturfels durch Beton. Das mag deine Naturchakren irgendwie stimulieren, dass du dich nicht mehr ganz wohl fühlst und deine Heilsteine. Ja, an dieser Stelle wieder die allseits beliebte freiwillige Selbstzensur des Ben, der sich zu sehr über Esoteriker lustig macht. Wir wollen ja niemanden beleidigen, ne? Uns nur ein bisschen drüber lustig machen. Und so einen Schwachsinn an die Sache rangehen möchtest, dann darfst du das gerne tun. Ich kann mich dann nur drüber lustig machen und lache grundsätzlich jeden aus, der Heilsteine für sinnvoll hält, weil da bei mir wirklich jedes Verständnis aufhört. Egal, jedenfalls für mich als Naturwissenschaftler alles ein bisschen schwierig und fragwürdig. Und jetzt habe ich garantiert ganz viele Leute vor den Kopf gestoßen, die jetzt zähneknirschend auf ihrem Heilstein rumkauen. Worauf wollte ich denn hinaus? Ja, also die Fläche ist winzig, die Fundamentfläche ist auch winzig. Und wie viel Schaden richtet so ein Fundament jetzt an, um das vorwegzunehmen? Da spricht Vanessa dann später auch nochmal irgendwie drüber. Wie gesagt, so gut wie keinen. Das Fundament, welchen Einfluss hat denn das auf die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens? Weil das ist auch nochmal was, was Vanessa dann später bringt. Der Boden kann weniger Wasser speichern. Gehen wir jetzt mal wirklich nur von den Fundamenten aus. Deren Einfluss auf die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens dürfte ziemlich genau nicht messbar sein, weil er so unendlich gering ist, dass man das gar nicht feststellen kann. Weil es sich um ein Loch im Fels, im Boden, das man mit Beton ausgefüllt hat und eine Stange in die Mitte gestellt hat, handelt und da drauf den Boden wieder aufschichtet, den man eben weggebuddelt hat und ihn dann wieder hinlegt. Wenn man ihn wieder hinlegt, hat er nahezu fast dieselbe Wasserspeicherfähigkeit, weil der wurde ja gar nicht verdichtet, der wurde nur weggegraben, bestenfalls, wenn man das richtig gemacht hat, hat er nahezu dieselbe Wasserspeicherfähigkeit wie vorher. Interessanter ist da verdichteter Boden, der bei dem zusätzlichen Anlegen, also was Wasserspeicherfähigkeit angeht, wie gesagt, die Fundamente der Windkraftanlagen, egal, spielt keine Rolle. Ist so. Ja? Dafür muss man ein bisschen Grundlagen der Bodenkunde beherrschen. Was das Wasser speichert, ist Boden. Das ist das, was ihr da hinten überall seht. Ja? Zu Deutsch Dreck. Erde, besserer Name natürlich. Dreck ist immer so ein bisschen abwertend. Ja? Und je nachdem, wie tiefgründig der ist, hier ist er überhaupt nicht tiefgründig, würde ich versuchen, ein Loch zu buddeln, komme ich sofort auf den Stein, kann der viel oder wenig Wasser speichern, einfach je nachdem, wie viel davon da ist. Ja? Und der Stein, der drunter sitzt, der speichert kein Wasser. Es ist völlig egal, ob das ein Buntsandstein, ein Granit, ein Kalk, ein Quarz, ein Glimmer, völlig Wurst, was da drunter ist, Sandstein, die speichern so gut wie überhaupt kein Wasser. Manche Steine können ein ganz kleines bisschen Wasser durchlaufen lassen, aber wirklich nur so wenig, dass das überhaupt keine Rolle spielt für den Wasserhaushalt einer Landschaft.
Lediglich der Boden ist entscheidend. Und der Boden ist eben nicht weg, sondern wird nur kurz weggehoben und wieder hingelegt. Und der Wasserspeicher bleibt gleich. Der verdichtete Boden, die 0,45 Hektar, bei denen darf man davon ausgehen, also die permanent gerodet werden, während die Windkraftanlage steht, dass es sich dabei tatsächlich um verdichtete Bodenflächen handeln wird, weil da soll ja ein Kran draufstehen und solche Späße, dann ist das definitiv massiv verdichtet. Allerdings kann man einen Boden auch nicht mehr verdichten als maximal verdichten. Also es gibt, nachdem er so zusammengepresst ist, dass keine Hohlräume im Boden mehr vorhanden sind, keine Möglichkeit, ihn noch weiter zusammenzupressen, beziehungsweise die gäbe es schon, aber dafür bräuchte man viele hundert Millionen von Tonnen und jede Menge Zeit, um das hinzukriegen. Das heißt, für uns Menschen keine Möglichkeit, einen zusätzlichen Stein aus Boden zusammenzupressen. Ja, letztendlich ist jeder Stein, viele Steine, die wir hier so finden können, zum Beispiel ein Sandstein, ist letztendlich zusammengepresster Sand. Der halt einfach mit der Art viel Energie zusammengepresst wurde, dass er heute halt versteinert ist sozusagen, zu Stein zusammengepresst wurde. Das können wir künstlich gar nicht herstellen, wenn doch noch nur im ganz, 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 ganz kleinen Rahmen und mit enormem Energieeinsatz. Aber für die Praxis spielt das keine Rolle. So. Und das bedeutet, der verdichtete Boden, es ist völlig egal, ob du da einmal mit einem 40-Tonner Holz-LKW drüber fährst oder 15 Mal mit 100 Tonnen Windkraftbauanlage, Bauteilen drüber fährst, mehr verdichtet als verdichtet kann der Boden nicht mehr werden. Und das ist jetzt eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, das gilt nämlich sowohl für die Zufahrtsstraße, das heißt die Straße, die schon da ist, ist schon maximal verdichtet. Wenn du da jetzt mit 100 oder 200 oder 300 Tonnen an Zeug drüber fährst, völlig egal, die ist schon verdichtet. Du kriegst sie nicht noch kaputter als maximal verdichtet. Das geht nicht. Ja? Und auch der Waldboden, der eventuell schon verdichtet ist, der ist beim ersten Mal was Schweres draufstellen verdichtet und dann ist das vorbei, das Thema. Dann kannst du dann noch so oft du willst noch mal was anderes Schweres draufstellen, der wird nicht noch verdichteter. Ja? Einmal langt, das ist furchtbar, weil einmal geht schnell. Das ist andererseits aber auch gut, weil alle anderen Male danach sind dann auch egal. Ja? Und das ist auch noch mal ein ganz wesentlicher Punkt, den man bei solchen Bodenverdichtungsprozessen berücksichtigen muss. Entscheidend für jetzt den Wasserhaushalt einer Landschaft, um darüber zu reden, sind bei Bodenverdichtungsprozessen und bei Flächenversiegelung. Ein verdichteter Boden kann kein Wasser mehr aufnehmen. Man darf da also auch von einer Flächenversiegelung sprechen. Im Grunde ist es egal, ob du Beton ausbringst, Asphalt auslegst oder den Boden einfach so zusammenquetscht, dass er kein Wasser mehr aufnehmen kann. Das Resultat ist in jedem Fall dasselbe, dass auf dieser Fläche keine Infiltration, also keine Wasseraufnahme des Bodens mehr stattfinden kann. So, aber nochmal, das Schlimme dabei ist, wenn das als lange Linie passiert. Ja, dann hast du nämlich in der Landschaft durch den Wald eine Barriere, eine unterirdische Barriere, die quasi Wassertransport von oberhalb der Barriere nach unterhalb der Barriere verhindert. Oder von links nach rechts oder je nachdem, wie die halt verläuft. So, und das kann auf den Wasserhaushalt einer Landschaft tatsächlich erhebliche Auswirkungen haben. Einzelne Stöpselchen, ja, die Fundamente unserer Windkraftanlage aber nicht, weil das Wasser fließt dahin, dann kommt hier so ein Stöpsel, dann fließt das Wasser um den Stöpsel drumherum und fließt auf der anderen Seite weiter und nichts ist passiert. Hingegen ein verdichteter Weg, das Wasser kommt, also nehmen wir vor, hier haben wir einen imaginären Weg. Ja? Das Wasser kommt von hier unten, buff, Weg ist im Weg. Ein Stück weit kann es drüber fließen manchmal, ein Stück weit gibt es vielleicht Drainageeinrichtungen, wo es durch ein Rohr durchfließen kann. Und wenn das alles nicht da ist, buff, Weg ist im Weg. Das Wasser ist nicht genug, um drüber zu fließen, da müsste man es ja viel Wasser für geben. Das heißt, es bleibt an der Stelle hängen, die Seite vom Wald nass, die Seite vom Wald trocken. So. Ende der Geschichte. Das stört ein Stück weit den Wasserhaushalt der Natur. Das kann mal schlimm sein, das kann auch mal gut sein, dass es auf der einen Seite vom Wald Weg super nass ist, ist für die Bäume auf der Seite toll, auf der anderen Seite halt nicht. Wachsen die halt gut, die auf der anderen Seite halt nicht. Netto wächst alles gleich gut wie vorher, weil die einen das schneller machen, was die anderen langsamer machen sozusagen. Ja, so kann es zum Beispiel auch ablaufen. Ist also immer ganz schwer vorherzusagen, was solche Eingriffe in den Wasserhaushalt durch zum Beispiel Straßen tatsächlich für Konsequenzen haben. So, und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, eine Straße ist schon verdichtet. Ob die jetzt noch mal mehr verdichtet wird durch den Bau einer Windkraftanlage, ändert also an der Situation, dass hier eine Barriere ist, wo das Wasser nicht durchkommt, rein gar nichts. Und es ist im Übrigen für den Wasserhaushalt auch fast völlig egal, ob die Straße jetzt 4 Meter breit ist oder 10 Meter breit ist. Sie bleibt eine Barriere, die sich schlangenförmig, also längs
durch den Wald zieht. Ja, die Breite der Straße ist wirklich nicht entscheidend. Eine breitere Straße, sagen wir eben 10 Meter statt 5 Meter, das ist durchaus realistisch, führt natürlich zu etwas mehr Flächenversiegelung, weil sich die Breite der Straße verdoppelt hat. Aber das muss schon eine verdammt lange Straße sein, dass sie in der Fläche des Waldes mit ihren 5 Metern jeweils am Rand zusätzlich an der Straße eine nennenswert zusätzlich versiegelte Fläche herrichtet. Und wie gesagt, mehr Einfluss auf den Wassertransport hat eine breite Straße auch nicht, wie eine schmale Straße. Das heißt, die Einflüsse sind hier wirklich sehr, 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 sehr überschaubar, wahrscheinlich überhaupt nicht feststellbar, nicht messbar. Mit jedem noch so feinsten, mit ganz, ganz feinen Messinstrumenten kann man vielleicht einen winzig kleinen Unterschied feststellen, aber der geht in der jährlichen Schwankung des Niederschlages, des Wasserhaushalts eines Waldes vollkommen unter. Wir machen also, was den Wasserhaushalt einer Landschaft angeht, mit einer Windkraftanlage so gut wie überhaupt keinen Einfluss. Ja? Das Einzige, was wirklich einigermaßen eine Rolle spielt, sind die kleinen Zufahrtswege von der Hauptstraße zur jeweiligen Windkraftanlage, weil die halt eben auch nochmal verdichtet sind und lang und verdichtet sind. Das hat ein bisschen Auswirkungen. Ja, aber auch die sind sehr, sehr überschaubar. Ja? Also beim besten Willen kann man nicht behaupten, dass Windkraftanlagen, das ist einfach fachlich völlig falsch. Das stimmt einfach nicht. Ja, und nochmal, ich kenne mich damit aus, das ist mein Fachgebiet. Bodenkunde gehört definitiv in meinen Kompetenzbereich. Klingt sehr kompetent, wenn ich Kompetenz sage. Ne? Da kenne ich mich definitiv aus und das ist Fakt. Das hat kaum Auswirkungen. So, und da machen wir jetzt noch einen Exkurs, weil bei Thema Wassersparen ist ein wesentlicher Faktor, der meiner Meinung nach da viel zu kurz kommt, ist die Frage, wo wir Wasser einsparen und wo wir nicht Wasser einsparen brauchen. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, befindet man sich irgendwo, wo wenig Wasser ist, dann sollte man tunlichst vermeiden, Wasser zu verbrauchen oder jedenfalls mehr als unbedingt notwendig zu verbrauchen, weil Wasser ist knapp. Da, an diesem Ort, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Befinden wir uns hingegen in einer Landschaft, in der Wasser nicht knapp ist, können wir da so viel Wasser sparen, wie wir wollen, dadurch wird es woanders, wo es trocken ist, nicht nasser. Ja? Im Regelfall. Bedeutet, wenn in Afrika mal wieder sämtliche Felder verdorren und eine furchtbare Dürre durchs Land geht und Bayern spart Wasser, aus Solidarität von mir aus, dann hat Afrika nicht mehr Wasser, es sei denn Bayern beschließt, das Wasser flugzeugeweise oder tankschiffweise nach Afrika zu transportieren, was völliger Unsinn ist, weil erstens bis das ankommt, ist eh schon egal, flugzeugweise kann kein Mensch bezahlen und drittens sind die Schäden, die dadurch entstehen, natürlich dann nochmal ganz anderer Natur. Ja, aber das wird häufig vergessen, wenn du das spart Wasser als Argument nimmst, dann ist das ein hervorragendes Argument, sofern das Wasser in einer wasserarmen Landschaft eingespart wird und irgendwas anderes davon profitiert, dass der Wasserverbrauch da weiter runtergeht. Zum Beispiel Wassersparen mitten in der Sahara. Hilft das wem? Nicht wirklich, weil die Sahara kommt eigentlich ganz gut ohne Wasser aus. Und wenn du dann nochmal zusätzlich von dem bisschen Wasser, was du da irgendwie reingekriegt hast, besonders viel sparst, ändert das für die Sahara auch nicht viel. Deswegen bleibt sie eine Wüste. Ja? Darauf möchte ich einfach hinaus. Das kommt meiner Meinung nach immer viel zu kurz. Aber nochmal, wenn wir in einer Region sind oder in einer Zeit uns befinden, in der ein Wassermangel herrscht, dann ist Wassersparen eine ganz, ganz super Sache. Und wenn Bayern eine Landschaft mit massivem Wassermangel wäre, was nicht der Fall ist, dann wäre es da auch wichtig, wirklich so viel Wasser wie nur irgend möglich einzusparen und die Infiltration der Landschaft so hoch wie irgend möglich zu halten. Und wenn das also wirklich eine absolut Ausnahmedürreregion wäre, dann könnte sogar der minimale Negativeinfluss aufs Wasser, den zusätzliche Straßen im Wald haben, könnte dann möglicherweise ein Argument sein. Das ist aber in Oberbayern definitiv nirgendwo der Fall.
Jetzt haben wir über das Fundament geredet, wir haben über die Bodenverdichtung geredet. Was riecht? Ah, Bodenverdichtung ist natürlich nicht nur, was den Wassertransport angeht, wichtig, sondern im verdichteten Boden lebt im Regelfall nicht mehr viel. Es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis verdichteter Boden wieder aufgelockert wird von bodenauflockernden Tieren. Da ist zum Beispiel zu erwähnen das Wildschwein, das lockert sogar ziemlich massiv auf, auch die verdichteten Sachen, weil es hat eine ordentlich kräftige Nase, ne? Und bricht den Boden dann schön auf. Hinterher kommt der Regenwurm und macht den Rest sozusagen. Das geht schon von oben nach unten langsam immer tiefer, wenn er von oben immer weiter aufgebrochen wird, vielleicht auch ein Stück weit weg erodiert. Aber irgendwann ist die obere Schicht weg, dann kommt eine untere Schicht zum Vorschein, dann kommt wieder die Sau, bricht das Ganze auf, Regenwurm macht den Rest, wird wieder weg erodiert, kommt Sau, bricht wieder auf und irgendwann haben wir auch einen Meter tief verdichteten Boden von den Schweinchen und den Würmern zum Beispiel wieder aufgebrochen und die Bodenverdichtung ist an diesem Punkt rückgängig gemacht. Es kann sich wieder ein normaler Boden auf unserem Ausgangsgestein entwickeln und der Prozess der Bodenverdichtung ist nicht mehr. Allerdings dauert das tatsächlich wahnsinnig lange. Da muss man also schon sagen, zur Lebzeiten von irgendjemand, an den jetzt heute noch jemand, schon jemand denkt, wird das nicht mehr passieren. Also da reden wir von vielen Jahrhunderten, bis das vollständig, im Regelfall, bis das vollständig wiederhergestellt ist, quasi diese Bodenverdichtung. Und das kann auch sogar noch mal länger dauern, je nachdem, unter welchen Bedingungen wir da unterwegs sind. Das ist also auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Problem. Aber noch mal, es ist nur wenig zusätzlich und die ist heute schon passiert. Da ändert das einfach nichts dran. Wenn wir keine Windkraftanlagen aufstellen, sind diese Barrieren im Boden trotzdem vorhanden. Noch mal, ne? Das ändert nichts. So, Lärm. Lärm ist jetzt ein neues Thema, da wo ich hier gerade hocke, leider auch. Ich hoffe, mein neues Mikrofon hilft da einigermaßen, dass das nicht allzu laut ist. Darum haben sie jetzt die Motorsäge angeschmissen und solche Späße. Bestenfalls hört ihr davon gar nichts. Ich hoffe wirklich sehr, dass das funktioniert. Und wenn nicht, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal kurz zwischendurch entschuldigt haben. So, Lärm. Lärm ist ein Faktor. Lärm kann sich vor allen Dingen durch zwei wesentliche Faktoren, auf die Tierpopulation insbesondere auswirken. Bei Pflanzen gibt es keine Anzeichen, dass die damit ein Problem haben, dass eine gewisse Hintergrundgeräuschkulisse herrscht. Da kann man wirklich nichts finden in die Richtung, dass das in irgendeiner Form negativ wäre. Bei Pflanzen wohlgemerkt. Bei Tieren kommt ein bisschen auf die Tierart an. Charakteristisch ist, dass kleine, einfache Tiere, Insekten zum Beispiel, Lärm ist denen scheißegal. Ja? Die orientieren sich am Licht und olfaktorisch, also durch Geruch. Hören spielt bei den allermeisten Insekten nur eine ganz untergeordnete bis hin zu gar keine Rolle. Daher, die können wir mehr oder weniger außen vor lassen. Das gleiche gilt für Weichtiere, Schnecken, Würmer, sowas in die Richtung. Auch da kann man wenig feststellen, dass eine gewisse akustische Belastung bzw. ein Dauerton, der neuerdings im Wald zu hören ist, ein rhythmischer, ein Wusch, 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 Wusch. Ne? Ungefähr so machen die ja, wenn man nah dran ist. Die Windkraftanlagen über weitere Entfernung ist es dann irgendwann nur noch so ein leichtes Brummen an- und abschwellend, was man dann wahrnehmen kann. Dürfte für all diese kleinen Viecher, wie gesagt, so gut wie keine Auswirkungen haben. Wahrscheinlich überhaupt keine. Jedenfalls können wir noch keine nachweisen, die da sind. So. Bei größeren Tieren wird es jetzt interessant. Reptilien oder die man damals Reptilien genannt hat. Heutzutage wären es die Reptiliengruppe der Sauropsiden, aber lassen wir das. Das ist alles saukompliziert geworden. Und ich habe es noch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Da muss ich mal dringend mal wieder Biologie studieren. Das wäre schön. Ach ja. Aber reicht für unsere Zwecke, wenn wir von Reptilien reden, also Eidechse zum Beispiel oder eine Schlange. Da auch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Schlangen hören fast gar nichts. Die sind mehr oder weniger entweder ganz taub oder fast taub, je nachdem, wen man fragt. Müssen sie auch nicht, weil sie Vibrationen des Bodens wahrnehmen können und das ist für die viel relevanter als irgendwelchen Krach, der sonst irgendwo gemacht wird. Beziehungsweise sie können Schall als Vibration häufig tatsächlich, dann auch intensiven Schall als Vibration einfach wahrnehmen. Und da müssen sie im klassischen Sinn, so wie wir das können, gar nicht hören. Das gilt für viele andere Echsen Stück weit auch. Habe ich mir sagen lassen, ein Stück weit, dass auch da eben das Gehör wirklich ein untergeordneter Sinn ist und damit fallen auch die weitestgehend raus. Wer kaum was hört, den interessiert auch nicht, ob die Windkraftanlage Krach macht. So, und jetzt bleiben die beiden Einflusstiergruppen übrig. Das sind zum einen Vögel und zum anderen die Säugetiere.
Bei den Säugetieren, fangen wir mit denen mal an, kann es sein, dass sich höher entwickelte Säugetiere, die intelligenter sind wie eine Wildsau, ein Fuchs oder sonst wie, durch diesen Krach genervt fühlen. Bei mindestens kleineren Säugetieren, die Beutetiere sind, also gefressen werden üblicherweise von jedem, der so unterwegs ist, um sie zu fressen, kann das auch durchaus zu einem Nachteil führen für deren Fluchtfähigkeit. Zum Beispiel ein Mäuschen. Ein Mäuschen bewegt sich durch den Wald, und dann bleibt es stehen. Warum? Weil es kurz mal hören möchte, ob denn jemand anders sich nähert. Denn wenn man auf dem Laub des Bodens unterwegs ist, ne, wo ich hier auch hocke, dann macht jede Bewegung, die du hier am Boden durchführst, natürlich ein Geraschel. Ich hoffe, das könnt ihr hören. Und auch ein Mäuschen, das sich am Boden bewegt, raschelt. Aber auch der Fuchs oder irgendwer anders, der Dachs oder wer auch immer halt, der Marderhund, der Goldschakal, wer auch immer die Maus fressen möchte. Ja? Und wenn die Maus kurz raschelt, weiß sie, dass sie damit gerade gehört worden ist. Sie ist ein Stück über den Waldboden gelaufen, das hat der Fuchs gehört zum Beispiel. Ja, deswegen bleibt die Maus jetzt stehen und hofft, dass sie kein anderes Geraschel hört. Das nennt man Sicherungsverhalten. Weil wenn sie ein anderes Geraschel hört von jemandem, der tap, tap, tap macht, dann ist das voraussichtlich irgendjemand, der gerade versucht, sich anzuschleichen, aber auf laubhaltigem Boden ist kein Tier in der Lage, komplett geräuschlos zu laufen. Vielleicht bis auf die Wildkatze oder den Luchs, möglicherweise. Ja, aber auch die nicht hundertprozentig geräuschlos, auch das nicht. Und damit, das hört dann die Maus und weiß, oh scheiße, scheiß auf Sicherung, jetzt rennen die bekloppt in dein nächstes Loch und versteck dich da, bevor der Fuchs da ist. Der Fuchs rennt natürlich just in dem Moment los, wo er hört, dass die Maus auch losrennt und beide rennen um die Wette und wer halt entweder zuerst im Loch oder zuerst bei der Maus ist, hat jeweils gewonnen. Ja? Und dieser Prozess, dieses generelle Jagd-Beute-Sicherungsverhalten beziehungsweise Jagd- und Maus-Aufstöber durch Akustikverhalten des Fuchs, der riecht die natürlich auch, aber auch eben durch Akustik, das wird erschwert auf beiden Seiten, wenn Hintergrundrauschen vorhanden ist. Wenn also die Windkraftanlage wusch, wusch, wusch macht, hört die Maus weniger gut das Geraschel des Fuchses, der Fuchs gehört aber auch weniger gut das Geraschel der Maus. Und im besten Fall, da die Hintergrundgeräuschkulisse immer dieselbe ist für alle Tiere gleich, hebt sich das gegenseitig auf. Weil wenn beide gleich mehr nicht gut hören oder gleich schlecht hören, weil Hintergrundrauschen, ändert das am Effekt des Jagderfolges gar nichts. Ja? Insgesamt werden die Distanzen, auf die die Maus den Fuchs hört, vielleicht kleiner und der Fuchs, da werden halt die Distanzen, auf die der Fuchs die Maus hört, kleiner und sie müssen enger zusammenrücken, damit das Ganze mit der Jagd noch funktioniert. Was für den Fuchs einfacher wird, an die Maus ranzukommen, gleichzeitig aber, wenn er dann nah dran ist, ist die Maus möglich, ja, schwierig, ja, aber er findet die Maus weniger gut, das wollte ich sagen, genau, wenigstens akustisch. So, und das heißt, Einfluss auf Säugetiere wird derzeit als eher gering eingeschätzt. Es kann natürlich sein, das kann man momentan noch nicht beantworten, das sind ungeklärte Fragen der Forschung, dass der Fuchs genervt ist und dass den das echt stört, dass da ständig Krach ist. Das kann man so gerade beim Fuchs ein Stück weit mit Beispielen ein bisschen widerlegen. Ob das allgemein gilt, kann man natürlich wieder nicht sagen, aber es gibt Fälle von Füchsen, die auf dem Autobahndreieck, so eine Grünfläche in der Mitte von diversen Autobahnkreuzungen, insbesondere um Berlin drumherum, die da ihren Bau haben und eine ganze Fuchskolonie da gegründet haben und sämtliche Füchse, die da über die Straße laufen, haben einfach gelernt, wie man über die Straße geht. Die gucken links, die gucken rechts, die gucken nochmal links und dann wusch unter der Leitplanke durch und ab einmal über die Autobahn auf ihre Insel der Glückseligkeit, wo kein Mensch jemals vorbeikommt, weil das völlig lebensgefährlich für uns eins wäre, was der Fuchs akzeptiert, dafür, dass er auf seiner Autobahninsel vollkommen ungestört ist. Ja, und da ist laut wie Bolle. Und das ist dem egal, weil alle anderen Faktoren überwiegen, also die positiven Effekte überwiegen die negativen und da scheinbar können die Füchse damit gut leben, weil die haben Nachwuchs ohne Ende. Ein Positivbeispiel, wo der Krach eben nicht so weiter schlimm ist. Negativbeispiele, wo der Krach schlimm ist, habe ich leider keines anzubieten. Vielleicht finden wir mal irgendwo eins, das wir dem Lärm zuordnen können. Und jetzt ist halt eben die Frage, wie viel Lärm muss es sein, damit es schlimm wird? Reicht da eben das leichte Wusch, 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 das jetzt schon nicht ein Riesenlärm ist? Das ist zwar gut zu hören, aber so richtig knalle laut ist das im Regelfall halt auch nicht, was die Windkraftanlage da macht. Hat das Auswirkungen, hat das keine? Wir wissen es schlicht und ergreifend noch nicht.
Bei Vögeln, um jetzt darauf noch einzugehen, sieht die Situation ein bisschen anders aus, weil die müssen gegen den Hintergrund Lärm ansingen. Und das kann den Bruterfolg bzw. die Paarfindung bei den Singvögeln durchaus erschweren, wenn ihr Gesang, der ja dazu dient, den schönsten Sänger auszumachen, damit Weiblein zum schönsten Sänger kommt oder Männlein zur schönsten Sängerin kommt, je nach Vogel. Manchmal treffen sie sich auch in der Mitte, was auch immer. Aber die hören sich nicht mehr ganz so weit. Und damit müssen sie sich näher kommen. Und damit kann es rein statistisch gesehen passieren, dass zwei seltene Vögel, Männlein, Weiblein, mal hier singen, mal dort singen, mal da singen, mal da singen und immer zu viel Abstand haben, weil sie sich nicht richtig hören können, weil in der Mitte die Windkraftanlage ist und wusch, wusch, wusch macht. Und sie finden sich nie. Und es kann leider zu keiner romantischen Liebesgeschichte kommen, weil sie sich nicht gegenseitig hören können. Und, oder die Vögel haben zusätzlichen Stress, weil sie immer lauter Kikariki machen müssen oder was sie halt jeweils tun von der Geräuschgebung her und haben auch dadurch dann wiederum Probleme, sich gegenseitig aufzuspüren. Ja? Beziehungsweise haben einfach Stress oder sind irgendwann heiser, falls das bei Vögeln funktioniert. Konnte man bisher auch noch nicht nachweisen, dass es sowas wie Heiserkeit da gibt. Vorstellbar wäre schon, ne? Aber wir wollen ja nicht ins Spekulative abgleiten, sondern bei den Fakten bleiben und die Fakten belegen, dass die Paarbildung tatsächlich erschwert ist, dadurch, dass eben die Hintergrundgeräuschkulisse, wie jetzt gerade, eben ein bisschen höher ausfallen kann, wenn Windkraftanlagen da sind. So, also so viel zu den Geräuschen, ne? Also es gibt da einen negativen Einfluss. Tatsache. So. Ist dieser negative Einfluss jetzt schlimm, 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 schlimm? Ich würde sagen, nee. Wenn wir akzeptieren können, dass Windkraftanlagen auch schon irgendwie eine Existenzgrundlage haben und für irgendwas gut sind. Das ist halt auch eben der entscheidende Punkt. Wenn man sagt, eine Windkraftanlage ist komplett nutzlos und steht da einfach nur zum Spaß und erfüllt keinen Zweck, dann ist jedes noch so kleinste Negativargument, was die an negativen Folgen für die Umwelt hat, natürlich unglaublich schwerwiegend. Ja, das ist dann so, weil wozu soll man da eine sinnlose Stange in den Wald stellen, die den Wald schlimmstenfalls noch ein kleines bisschen negativ beeinflusst und zu gar nichts gut ist. Damit ist aus Sicht eines erbitterten Windkraftgegners, der auch mit dem Klimawandel nichts anfangen kann, der Fall relativ klar und der Zug ist abgefahren und der wird mein Argument jetzt wahrscheinlich dann gegen die Windkraftanlage verwenden wollen, falls er sich's gemerkt hat oder verstanden. Und das ist dann halt eben so. Ja? Aber wenn man einer Windkraftanlage mindestens einen gewissen positiven Mehrwert für unsere Energieversorgung zugestehen möchte, und jetzt könnt ihr gerne mit allen möglichen, wie gesagt, es gibt keine Speicher, es gibt nicht genug Leistung, es gibt die Dunkelflaute, das Ding, es weht nicht genug Wind, bla 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 bla. Da könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben. Das habe ich alle schon 734 Mal gesehen und gelesen und auch beantwortet, aber es ändert erstmal nichts dran. Solange ein bisschen positiver Effekt noch akzeptiert werden kann, ist ein bisschen nachweisbarer negativer Effekt für den Wald meiner Meinung nach durchaus akzeptabel. Und jetzt muss man übrigens noch dazu sagen, beim Thema Flächenverbrauch durch Windkraftanlagen, ja, dass die ja so ach so furchtbar viel Wald roden müssen, um die hinzustellen, muss man noch dringend dazu sagen, dass die gleiche Fläche, die gerodet wird, mindestens 1:1 wieder aufgeforstet werden muss. Das ist bei manchen Projekten schwierig, zum Beispiel größere Neubausiedlungen und so weiter. Die würden eine enorme Fläche an Wald, an Wiederaufforstung woanders erforderlich machen, als Ausgleich durch den Eingriff in den Naturraum. Und das ist häufig schwierig durchzusetzen, weil das sauteuer wäre, jetzt ein großes Privatgrundstück aufzukaufen, um da dann quasi Bäume zu pflanzen. Das kann man ein Stück weit machen, aber ein Bauunternehmen hat zwar mehr als genug Geld, würde man meinen, aber so viel Geld dann nun auch wieder nicht. Grundstücke sind eben nun mal teuer. So. Hingegen ist ein Windpark, insbesondere einer, der tatsächlich 40 Windräder umfasst, das ist ein derart lukratives Projekt. Da ist so viel Geld im Spiel, dass die sich problemlos leisten können, irgendeinem Ackerbesitzer der Umgebung oder mehreren Ackerbesitzern der Umgebung um dieses Waldstück drumherum den dreifachen Grundstückpreis für ihren Acker zu bezahlen.
dann würden die vielleicht sogar in Bayern eventuell sogar verkaufen, wenn man da so viel Geld für bekommt und damit der Altersruhestand bis in alle Ewigkeiten gesichert ist. Man findet ja vielleicht auch irgendein Paar ohne Kinder, die eh nichts zu vererben haben, oder niemanden haben, dem sie sinnvollerweise was vererben könnten. Und wuppdiwupp, hast du eine schöne neue Fläche und kannst da den tollsten, gemischtesten, besten Wald, den man überhaupt nur pflanzen kann, hinpflanzen. Ja? Und der wäre dann, wenn der dann ein bisschen größer geworden ist, nach 20 Jahren spätestens, eine tolle Ergänzung für die Biodiversität, für den Schrottwald nebendran, der aus Fichtenreinbestand immer noch besteht. Ja? Also so gesehen, wir verlieren ein kleines bisschen Fläche Schrottwald, deswegen möchte ich auch unbedingt nochmal darauf zurückkommen. Es geht hier nicht um einen wertvollen Wald, dann sähe das Ganze anders aus. Ja, die Bewertung wäre, wenn es sich zum Beispiel um einen Wald wie diesen hier handeln würde, einen überdurchschnittlich guten, dann würde ich das ganz, ganz anders bewerten und höchstens eine deutlich kleinere Zahl von Windkraftanlagen akzeptieren, wenn das unbedingt sein muss und hier an der Stelle so richtig, richtig Sinn macht. Dann vielleicht. Ja? Aber in den Schrottwald kannst du die Dinger wirklich problemlos reinstellen. Da ist der ökologische Schaden mini, 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 teilweise sogar noch eine Verbesserung. Weniger von diesem schrottigen Fichtenwald rumstehen zu haben, das tut der Natur wirklich nicht weh. Und die Wiese, die nach dem Bau des der Windkraftanlage dasteht, kann zum Beispiel eine tolle Äsungsfläche für Schalenwild sein, ne? Fürs Reh beispielsweise. Das findet nämlich in dem dunklen Fichtenwald, wo es weit und breit nichts zu fressen gibt, wie man schön eindrucksvoll am Hintergrund von Stefan Vanessa sehen kann, da findet das nichts zu fressen. Auf einer Wiese unter der Windkraftanlage findet es sehr wohl was zu fressen. Da wird reichlich leckeres Futter für das Reh wachsen, die werden sich da gerne aufhalten. Die können sich da theoretisch auch ganz gut vom Wolf verstecken, beziehungsweise sehen den Wolf früher kommen, weil hören tun sie ihn ja jetzt dann auch wieder schlechter, weil halt eben Windkraft, Geräusch und so weiter und so weiter. Also diese kleinen Rasenflächen, die da auf der Kranfläche für die Windkraftanlage entstehen, die sind netto immer eine Bereicherung der Biodiversität von einem Schrottwald. Nicht in einem guten Wald, da nicht. Da nimmt die Biodiversität dadurch tendenziell eher ab. Wobei das auch vorsichtig. Ja, wenn der Schrottwald, der hochwertige Wald, der biodiverse Wald sowieso schon ein paar kleinere Freiflächen beinhaltet, braucht man bestimmt nicht noch eine, wo die Windkraftanlage drin steht. Hat der Wald überhaupt keine Freifläche, ist eine zusätzliche Freifläche, egal wie wertvoll der Wald ist, netto immer eine Erhöhung der Biodiversität. Warum? Wir ergänzen ein gleichförmiges Ökosystem, das Wald heißt, durch nebendran ein Ökosystem, das Wiese heißt. Selbst wenn das Ökosystem Wiese, sagen wir mal, 20 Arten hat auf der Fläche, die Wiese vorkommt, und der Wald, sagen wir mal, 150 Arten hat, dann besteht trotzdem eine gute Chance, dass die 20 Arten auf Wiese 20 Arten sind, die im Wald gar nicht vorkommen. Und dadurch haben wir einen Wald mit einem Anteil von 1% Wiese, haben wir insgesamt 170 Arten auf der Gesamtfläche, anstatt nur 150 Arten auf der Gesamtfläche, wenn wir nicht eine Wiese in diesem Wald haben. Kann man das nach Adam Riese einigermaßen nachvollziehen? Die Artenzahl, auch die generelle Biodiversität eines Ökosystems, hängt immer maßgeblich von der Anzahl der Kleinstbiotope, die wir im Großbiotop haben, ab. Soll heißen, gleichförmiger Wald mit Fichte, Artenzahl 10. In der Mitte steht ein großer Fels. Der führt immer zu einer Erhöhung der Artenzahl, weil auf dem Fels herrschen andere Lebensbedingungen als neben dem Fels. Und diese Lebensbedingungen können so unterschiedlich sein und so sehr anders, dass sie ein eigenes Kleinstökosystem hervorbringen, und auf dem Fels wächst zumindest irgendein anderes Moos als neben dem Fels. Und schwuppdiwupp haben wir plus 1 in der Artenzahl, weil da eben ein Fels steht. Das gleiche gilt für einen umgefallenen Baum, der ist auch ein Mikroökosystem. Ein Hangrutsch ist ein Mikroökosystem, ein Moor, das ist sogar ein sehr wichtiges. Eine Vorstraße ist auch ein Mikroökosystem. Auf der Straße selber lebt nichts oder so gut wie nichts. Aber im Straßengraben kommt dann wieder Licht hin, die Bäume sind zurückgeschnitten, weil man ja die Straße freigeschnitten hat. Es kommt überhaupt mal irgendwo linienförmig Licht auf den Waldboden, und sobald da einmal eine Pflanze keimt, kann die sich entlang der Linie wunderbar ausbreiten. Wir haben einen schönen, bestenfalls einen schönen Blühstreifen. Links
wie rechts der Vorstraße, der auch nochmal insgesamt die Biodiversität des Waldes erhöhen kann. Das ist grundlegendes Waldökologiewissen. Ja? Je mehr kleinflächige, unterschiedliche Lebensbedingungen vorherrschen, desto mehr darauf angepasste Arten gibt es. Und je mehr Flächen mit unterschiedlichen Arten, desto mehr Arten insgesamt im gesamten Wald. Ja? Ist ganz einfach und wirklich simpel zu verstehen. Und in einem sonst geschlossenen Fichtenreinbestand sorgt das Vorhandensein einer Windkraftanlage neben den genannten Nachteilen, aber eben auch für das Vorhandensein einer kleinen Wiese, einer kleinen Grasfläche, eines anderen Ökosystems im Großökosystem. Und das geht immer grundsätzlich mit einer Zunahme der Artenvielfalt einher. Es sei denn, nur rein technisch gesehen gäbe es da schon noch eine Ausnahme, nämlich wir haben einen Wald, der aus ganz viel Fichtenreinbestand, der ja Schrott ist, besteht und gleichzeitig gibt es da mittendrin noch eine Insel mit Eichenmischwald. Wenn wir jetzt unsere Windkraftanlage ausgerechnet in den Eichenmischwald stellen und den damit platt machen und nur noch Fichtenwald bleibt übrig, dann ist es natürlich denkbar beschissen gewesen, da eine Windkraftanlage hinzustellen und an dem Punkt wäre das wirklich großflächig dämlich und dann würde auch ich mit zur Demo kommen, um dagegen zu protestieren. Aber so bescheuert sind die Windkraftfirmen halt auch nicht. Die suchen sich als Standort schon Flächen raus, die von der Natur her keinen besonderen Mehrwert bieten. Die wählen nicht ausgerechnet das eine Hochmoor im ganzen Walde, das ein unersetzbarer Naturschatz wäre, wenn man es kaputt machen würde. Das heißt, ist es auch so, wenn man es nicht kaputt macht, bleibt es das auch. Ne? Also, weil es blöd formuliert. Aber das machen die nicht. Ne? Die suchen sich wirklich eine Scheißstelle, die vom natürlichen Wert her, vom Ökosystem Wert her Schrott ist. Wozu zusätzlichen Stress haben? Als Windkraftanlagenbetreiber hast du schon mehr als genug Stress. Einige von euch werden jetzt sagen, das ist auch gut so, aber in jedem Fall ergibt überhaupt keinen Sinn, zusätzlich noch extra Konfliktpotenzial da zu schaffen. So, und damit das hier nicht noch ewig lange dauert, jetzt so, das waren ja meine Hauptargumente, die lassen sich eben auf die gesamte Laufzeit von Vanessa Stephan Video mehr oder weniger fast überall anwenden. Dann bringt der Stefan zum Beispiel noch eben sein eines kleines Windrad, das kaum Leistung gehabt hat, das kaum jemals vernünftig Strom produziert hat. Das ist eben einfach zu klein. Hätte man ein großes genommen, hätte es funktioniert. Das gab es damals nicht. Und auch hier haben wir wieder das, was früher war, gilt halt heute automatisch nicht mehr zwingend. Da war einfach zu viel technische Entwicklung, die inzwischen ins Land gegangen ist. Das hatte ich aber auch schon an anderer Stelle entsprechend ausgeführt. So, früher hat es sich nicht gelohnt, Windkraftanlagen zu bauen, führt der Stefan auch noch aus. Ja, das war früher, das ist heute einfach nicht mehr so. Technischer Fortschritt. Der Sache mit dem Wasserspeicher habe ich gesagt. Dann noch ein schönes Argument von Vanessa. 10-mal im Jahr brennt ein Windrad in Deutschland. Das lässt sie auch einfach mal so im Raum stehen, als wäre das eine hohe Zahl. Das werden viele Leute dann auch so interpretieren, als sei das eine hohe Zahl. Das hat mir auch schon mal einer in die Kommentare geschrieben, dass das ja eine Riesengefahr ist, dass da ein Windrad brennt. 10-mal im Jahr brennt ein Windrad. Bei knapp 30.000 Windrädern, die wir derzeit in Deutschland haben, nicht ganz, sind das 0,0333%, also Periode 0,03 Periode, Periode 3, so rum, an Windkraftanlagen, die so brennen. Ja? Sind das viele? Nee, ist die Chance, dass deine Windkraftanlage in der Nähe anfängt zu brennen, hoch? Nee. Was passiert, wenn sie doch mal brennen sollte, so super unwahrscheinlich das auch ist? Ja, dann brennt sie halt, dann kommt die Feuerwehr, nutzt den hervorragenden Zufahrtsweg zur Windkraftanlage, den die automatisch hat, kann sich da wunderbar hinstellen, sich da wunderbar positionieren, kann da auch mit dem Tankwagen hinfahren, kommt da bestens hin an die Stelle und kann dann zwar da oben nicht löschen, aber alles löschen, was an brennenden Teilen darunter fliegt. Und wenn die ein bisschen weiter wegfliegen, macht das auch nichts. Da kommen sie immer noch bestens hin, weil halt eben um die Windkraftanlage drumherum beste Zufahrtsbedingungen und so weiter und sofort sind. Und selbst wenn sie da gerade mit dem Schlauch nicht hinkommen und da jetzt nicht direkt löschen können, wenn da so ein Stück Windkraftrotor runterfliegt, dann können sie immer noch völlig problemlos den Brand so weit eindämmen, dass der nicht allzu sehr sich ausdehnen sollte und dann brennt da schlimmstenfalls ein Hektar Schrottwald ab. Jetzt im konkreten Beispiel bei Stefan und Vanessa. Ist das furchtbar, furchtbar schlimm? Ist da furchtbar viel CO2 in die Atmosphäre entlassen worden? Muss man sich deswegen Sorgen machen und frisst das die komplette CO2-Ersparnis der Windkraftanlagen auf?
Nee, ne? Nehmen wir mal an, da brennt der komplette Wald ab. So ein Fichtenwald hat im Schnitt einen Vorrat von etwa 250 bis 350 Kubikmeter. Davon ist grob bei der Fichte etwa 0,45 Kilo, 450 Kilo Holz pro Kubikmeter. Und davon nochmal die Hälfte sind Kohlenstoff und dem muss man nochmal 3,61 rechnen, um auf Kohlenstoffdioxid zu kommen. Ich mache das jetzt hier nicht vor laufender Kamera, aber sagen wir mal, da wären sowas um die 400 Tonnen Kohlenstoffdioxid, die da für einen Hektar abbrennenden Fichtenwald frei werden. Ja, wenn der komplette Wald, der gerade zu dem Zeitpunkt schon ein gewisses Alter hatte, nicht ein junger Wald, das wäre dann deutlich weniger. Aber nehmen wir mal an, ein kompletter alter Wald brennt da ab und wir haben ungefähr 400 Kilo Kohlenstoffdioxidemissionen. In Windkraftanlage hat im Jahr eine CO2-Ersparnis, je nachdem wie gut sie läuft und je nachdem wie modern sie ist vor allen Dingen, aber welche, die heute gebaut werden, die liegen so irgendwo zwischen 3.000 und 10.000 Tonnen. 300 Tonnen ist also entsprechend lächerlich wenig, wenn man sich anguckt, was eine Windkraftanlage an CO2 einspart im Vergleich zu fossilen Energieträgern. Ja, das ist also ein Risiko, das man gerne in Kauf nehmen kann. Wie besteht die Chance, dass dabei ein Mensch ums Leben kommt, wenn so eine Windkraftanlage Feuer fängt, naja, dann war wahrscheinlich gerade Gewitter. In den meisten Fällen sind Blitzeinschläge, die dann dafür sorgen, dass die Dinger brennen. Und da ist die Chance, dass dann gerade jemand nebendran gestanden hat und vom Rotor erschlagen wurde, wirklich so gering, da vorher erstickst du an deinem Schnürsenkel, weil du versucht hast, ihn aufzuessen oder sowas in die Richtung. Also das ist ein immer noch realistischer Tod, als unter so einer Bedingung zu Tode zu kommen. Und irgendwo muss man einfach akzeptieren, dass das Leben nun mal lebensgefährlich ist. Das würde sonst auch keinen Spaß machen, ne? Ja, also die Chance, dass die Dinger in Brand geraten, ne, das kann man jetzt als Gegenargument verwenden. Aber ich nehme hier einfach nur Vanessas Zahl. Ich gucke gar nicht nach, ob Vanessa recht hat mit ihrer Zahl. Vielleicht ist die in Wahrheit viel kleiner und sie hat irgendeine alte Zahl, die gar nicht stimmt, genommen. Das weiß ich nicht. Das ist mir auch völlig egal. Nehmen wir einfach mal an, dass ihre Zahl stimmt. Dann ist das Prozentualrisiko, dass das Ding anfängt zu brennen, eben immer noch verschwindend gering. Und das ist so der generelle Vorwurf, den ich eben Vanessa und Stefan hier machen möchte. Hätten sie ein kleines bisschen ihre Zahlen ins Verhältnis gesetzt zu dem, was jeweils da ist von dem Zeug, dann hätten sie sofort gemerkt, dass die Zahlen überhaupt keine Argumentationsgrundlage sind. Ja, und dann soll das Balsaholz für die Flügel vom Rotor noch aus dem Regenwald stammen. Das ist auch Quatsch. Die Bäume, die man dafür verwendet, um das Balsaholz für die Windkraftanlagen Flügel zu gewinnen, sind aus Plantagen auf Flächen, an denen schon lange kein Regenwald mehr steht. Ah, also es wäre schön, wenn da noch welcher stehen würde, ja, aber der ist schon lange, lange weg und man hat auf den Flächen schon allen möglichen anderen Schrott vorher verbrochen, bevor man angefangen hat, da Balsampappel, Plantagen anzulegen. Und nee, ne? Also es wird kein Regenwald gerodet, jedenfalls nicht für deutsche Windkraftanlagen. Das ist Quatsch, das kann man überhaupt nicht belegen. Wenn das so sein sollte, dann gibt es da keinerlei Indizien für. Es ist also reine Spekulation, dass Regenwald gerodet wird, um ja letztendlich Flügel für Windkraftanlagen zu bauen. Das stimmt einfach nicht. Wie gesagt, man kann das behaupten. Ist aber reine Unterstellung. Also ich habe da noch keinen brauchbaren Beleg zu gesehen und hier wird er ja auch nicht geliefert. Vielleicht gibt es irgendwo einen, dann hätte ich den gerne. Ja, das würde mich dann durchaus auch interessieren. Dann fände ich das auch furchtbar. Das ist momentan aber nicht der Fall. Tatsächlich ist es sogar so, dass Balsaholz als nachwachsende Ressource, die sich übrigens hundertprozentig recyceln lässt, indem man sie anzündet oder woanders verbaut, tatsächlich erheblich besser ist als Rotormaterial, als irgendein Kunststoff, irgendwie Stahl, ein Alugeflecht, Titan oder was man sich sonst so einfallen lassen kann. Also das Argument, was, das ist aus Holz, das ist ja schrecklich, ist das Gegenteil, ist der Fall. Das reduziert auch die Produktionskosten, den notwendigen Energieaufwand zur Herstellung einer solchen Windkraftanlage eben enorm. Deswegen sind auch die Kosten so stark gesunken, weil sich eben aus Balsaholz so ein Flügel wunderbar herstellen lässt. Das ist übrigens das leichteste Holz der Erde, gleichzeitig einigermaßen stabil und daher eignet sich es für sowas ganz perfekt. Andere Anwendungen, bevor das eben als Rotorholz gang und gäbe wurde, hat man immer gesagt, Speedboote sind sowas, was man üblicherweise
üblicherweise aus Balsaholz machst. Mit dem Anwendungsbeispiel habe ich zum Beispiel studiert. Da kam immer das um die Ecke, wenn du wissen wolltest, wofür man denn Balsaholz verwendet. Und ja, heutzutage ist es halt dann eben der Rotor von der Windkraftanlage, ist wahrscheinlich die mengenmäßig bedeutendste Verwendung von Balsaholz dieser Tage. Sehr sinnvoll, sehr gut, sehr nachhaltig, absolut recyclingfähig. Ist tatsächlich so, dass die Rotoren, den Punkt nennt der Stefan dann noch, nur schwierig zu recyceln sind, beziehungsweise vollständig heute noch gar nicht. Das mag sich noch ändern, aber das ist zum Beispiel richtig. Ja? Also den Punkt muss man sicherlich beachten, dass die alten Rotoren, Motoren, Elektromotoren, also halt das Innenleben von dem Ding, dann irgendwo zwischengelagert werden muss, bis die Technologie zur Recyclingfähigkeit von den Dingern überhaupt wieder gegeben ist. Gilt insbesondere für die älteren, die moderneren, da ist es wieder ein bisschen besser und irgendwann kriegen wir auch vollständig recycelbare wahrscheinlich hin, wahrscheinlich, sagen zumindest die meisten. Aber das wäre dazu auch nochmal ein Gegenargument, was man gelten lassen muss. Ja, das muss ich anerkennen, dass das tatsächlich ein Punkt ist. Ne? Ja, was ist mit den ganzen Tieren? Haben wir schon gesagt. Im Übrigen, die ganzen Tiere in diesem Schrottwald, ja, das sind alles keine seltenen Tiere, das sind Allerweltstiere. Nichts davon, da kommt es nicht darauf an, dass die irgendwie ihre 1,5, also nur noch 98,5% Lebensraum statt 100% Lebensraum haben. Das ist denen, wird denen völlig egal sein. Dadurch findet nicht ein Reh, im Gegenteil, die Rehe finden sogar mehr Futter, weil es dann Kahlflächen gibt, auf denen auf einmal Rehfutter wächst, im Gegensatz zum reinen Fichtenwald. Verschiedene Käferchen werden da mehr zu essen finden als im reinen Fichtenwald und also für die Tiere, die kriegen zusätzliche Äsungsflächen im Grunde. Ne? Jetzt bleibt natürlich noch im Raum stehen, was ist denn mit dem berühmten Vogelschlag, den die Windkraftanlagen haben sollen, nur wer jetzt mit dem Argument um die Ecke kommt. Den gibt es, die Zahlen dazu sind aber unglaublich gering und irgendwelche Spekulationen, dass das furchtbar viel wäre, habe ich schon lange nicht mehr von irgendwelchen Windkraftgegnern gehört, weil auch die langsam einsehen, dass sie da keine belegbaren Zahlen für finden. Und das Argument auf die Dauer halt ziemlich schnell zerschmettert wird, mit meistens dem im wahrsten Sinne des Wortes Totschlagargument, dass Fensterscheiben Hauptursache Nummer 1 für tote Vögel sind. Und wenn man Vögel retten möchte, wenn es einem darum geht, dann geht man los und malt Streifen auf Fensterscheiben. Mit so einer Aktion hätte man den 20- bis 30-fachen Erfolg, was das Vogelretten angeht, als wenn man versucht, eine Windkraftanlage aufzuhalten. Ja? Also das ist nur ein vorgeschobenes Scheinargument, dass man so tut, als ging es einem um die Vögel. In Wahrheit mag man einfach keine Windkraftanlage haben, weil man halt keine haben mag, ohne da wirklich sachlich belegbare Gründe, wie gesagt, für zu haben. Ja, es gibt hin und wieder mal Fälle, wo da ein Vogel zu Schaden kommt. Das ist aber gemessen an anderen Faktoren, die Vögel umbringen, wirklich lächerlich wenig. Bedeutet nochmal, wenn du Vögel retten möchtest, mal Striche an Fensterscheiben. Sorgt dafür, dass die reflektierenden Fensterscheiben nicht so aussehen, als seien sie gar nicht da fürs Vogelauge und schwuppdiwupp, damit kannst du die komplette Landschaft zubauen mit Windkraftanlagen. Sobald du alle Fensterscheiben mit Streifen beklebt hast, möglichst rot oder orange, das funktioniert am besten, hast du immer noch viel mehr Vögel, die ab sofort am Leben bleiben, als die Windkraftanlagen jemals schreddern könnten. Ja? Es ist also wirklich in keinerlei Verhältnis. Vögel retten, Scheiben entglasen, entspiegeln sozusagen. Das ist die Maßnahme schlechthin. Ja? Nicht gegen Windkraftanlagen sein, falsche Maßnahme. Zumal ungebremster Klimawandel, den wir ohne regenerative Energieträger nicht kriegen werden, auch zu einem Massenaussterben bei diversen unserer Vögel führen wird, vielleicht sogar bei nahezu fast allen. Oder die bleiben einfach woanders, weil sie können ja wegfliegen. Aber da müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass die Alternative zur Windkraftanlage eben nicht in alles bleibt, wie es ist und die Welt ist schön und heil, sondern der Klimawandel haut volle Kanne rein, völlig ungebremst und vernichtet alles besteht. Oder zumindest potenziell und zumindest langfristig. Ja, kommt darauf an, wann. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur wann bei ungebremst. Ja, das ist Stand der Forschung. So,
Dann, was haben wir mit den, das war das mit den Tieren. Ach so, Insektenschwärme können übrigens auch noch in den Rotor geraten. Die werden aber tendenziell erstmal im Wald wieder mehr, dadurch, dass sie plötzlich wieder mehr Brutfläche haben, weil halt ein neuer Lebensraum durch die Wiese unterm Rotor überhaupt erstmal dazukommt. Das heißt, man müsste jetzt schon die vom Rotor gekillten Insekten, die weniger werden, seit die Windkraftanlage noch viel höher wird, weil in einer Höhe von 250 Meter über Grund muss ein Insekt nicht rumfliegen. Das hat da gar nichts zu suchen, das findet da nichts Gescheites und will da gar nicht hin. Bedeutet, damit hat das auch wieder abgenommen. Gleiches gilt übrigens für die meisten Waldvögel. Die meisten Waldvögel, die wollen nämlich auch nicht über den Kronen rumfliegen, da gibt es für die nichts zu holen. Da sind keine Insekten, da sind erst recht keine pflanzlichen Bestandteile, weil die sind natürlich alle nur im Kronenraum oder drunter. Die finden da gar nichts zu fressen und fliegen daher nur wenig über den Wipfeln rum, fast immer nur zwischen den Wipfeln. Und bedeutet, je höher die Windkraftanlage wird, desto weniger relevant ist die dann für Waldvögel, um da drin zu Tode zu kommen. Also der Abstand zum Rotor nimmt tendenziell zu durch die höhere Höhe und damit ist das Thema Vogelschlag sowohl als auch Insektenschlag eben viel weniger ein Thema und das gleiche gilt für Fledermäuse. Im Übrigen Fledermäuse, Windkraftanlagen könnte man beim perfekten deutschen Strommix insbesondere im Winter brauchen, weil im Winter die Photovoltaik zurückgeht. Leben wir also in einer Welt mit einer sehr, sehr ausgeprägten Photovoltaik als Hauptenergiequelle sozusagen, dann wäre irgendwann bestenfalls die Windkraft nur noch eine Ergänzung für eben die dunkle Zeit, sprich den Winter, dass man da, weil man dann eben aus Photovoltaik nicht so viel rausholen kann, dann eben größtenteils den Strom dann über den Winter aus der Windkraft zieht. So, und im Winter, wenn die Windkraftanlagen da also vermehrt laufen, was man prinzipiell in der Zukunft irgendwann mal so regeln könnte, dass man sie über den Sommer eigentlich nur hin und wieder mal anmacht, wenn es wirklich notwendig ist und ansonsten tendenziell auslässt und es gar nicht so sehr darauf ankommt, sozusagen jedes bisschen Strom überhaupt nutzen zu müssen, weil man im Sommer einfach genug davon hat, dann würde das bedeuten, im Winter ist das völlig egal für die Fledermäuse, da halten die nämlich Winterschlaf und dann kann denen da gar nichts passieren, obwohl die Nächte sehr, sehr lang sind und man dann meinen könnte, dass dann erst recht die Fledermäuschen gefährdet sind. So, ne? Also ich will die Windkraft nicht zu schön reden. Ich habe euch ja auch ein paar Gegenargumente genannt. Ja, das sind noch offene Fragen und in jedem Fall sind auch die Ressourcenkosten zum Bau von den Dingern zwar schnell amortisiert, bedeutet, die Windkraftanlage läuft ein Jahr und hat dann das CO2, was zu ihrem Bau notwendig war, auch schon wieder eingespart und ab da spart sie quasi. Maximal ein Jahr dauert das. Und das ist eigentlich ja erstmal ganz toll. Trotzdem braucht man natürlich erstmal die Ressourcen und man muss natürlich erstmal was investieren. Und daher immer dieses häufige Argument, ja, aber was kosten die Dinger denn? Die können ja vielleicht noch so toll Strom produzieren, aber die müssen ja erstmal gebaut werden. Das ist ja ganz, ganz furchtbar. Das ist zwar nicht ganz, ganz, ganz falsch, aber wie gesagt, es steht halt in keiner Relation zu der Menge an Strom, die die Dinger letzten Endes dann liefern können. Und so gesehen ist das eine Milchmädchenrechnung. Das funktioniert nicht, denen da furchtbare, extrem hohe Baukosten unterstellen zu wollen. Ne? Gerade eben seit es Balsaholz gibt. Man kann übrigens die Energiekosten, die zum Bau einer Windkraftanlage notwendig sind, übrigens auch schon wieder aus Windkraft gewinnen. Zum Beispiel Offshore-Windkraft. Anlagen, also die für ins Meer raus, werden einfach an der Küste mit dem Strom der vorhandenen Windkraftanlagen zusammengesetzt. Das funktioniert also schon sehr, sehr nachhaltig, fast schon als Perpetuum mobile sozusagen. Und je mehr das werden, desto schneller können neue gebaut werden, desto einfacher und desto nachhaltiger können neue gebaut werden. Das ist also wirklich eine Entwicklung, die macht einem richtig Hoffnung und vielleicht eine der wichtigsten Technologien, die wir eben haben, wenn wir jemals energieautark aus uns selbst raus energieautark werden. Das hat übrigens noch den politischen Vorteil, dass man nirgendwo aus dem Ausland noch Energie einkaufen muss. Und ja, wir haben die Speicher noch nicht, ich weiß. Das ist ja ein gutes Argument und das lasse ich auch gerne gelten. Wir haben die Speicher tatsächlich noch nicht. Ich sage es jetzt gleich nochmal, bevor es jemand in die Kommentare schreibt. Wir sind relativ einigermaßen jetzt zumindest mit den Genehmigungen und mit den Bauvorhaben, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht, wieder bisschen in Richtung könnte klappen gerutscht. Ja? Also es war schon schlimmer, es ist noch längst nicht gut, aber es geht ein bisschen aufwärts. Wo wir aber wirklich noch hinterherhinken, ist tatsächlich der Bau der Speicherkapazitäten. So, und jetzt für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, was gäb's denn da? Viele wollen neuerdings Wasserspeicherkraftwerke haben, also
Pumpspeicherkraftwerk, so heißen sie. Das Wort habe ich gesucht. Wasser hochpumpen, wenn gerade viel Energie da ist, Wasser runterlassen und Turbine antreiben, wenn gerade wenig Energie da ist, bis der Stausee leer ist. Wenn dann wieder viel Energie da ist, Stausee wieder vollpumpen. Funktioniert hervorragend, blöd nur, Deutschland hat zu wenig Fläche, einfach die falsche Geografie, die falsche Landschaft, um im größeren Stil Pumpspeicherkraftwerke anzulegen. Das geht schlicht und ergreifend nur sehr, sehr begrenzt. Wir können ein paar neue noch zusätzlich bauen. Gibt es ein paar Flecken, wo das gehen würde, aber allzu viel wird das nicht mehr werden. So, dann alles per Lithium-Ionen-Batterie speichern zu wollen, ist auch scheiße. Das weiß auch jeder, der irgendwie Gegner der Energiewende ist, dass eben die Abbaubedingungen von Lithium für Lithium-Ionen-Akkus nicht gerade die allerbesten sind weltweit. Da wird auch einiges an Wasser für benötigt, gegebenenfalls. Und da sind schon gewisse Umweltkosten, die damit einhergehen. Das heißt, im riesigen Stil solche Batteriespeicher mit Lithium-Ionen-Batterien hinzustellen, ist keine Option. Andere Batteriespeicher für ein Stück weit ja. Das sind natürlich sehr schnelle Speicher, schnell aufgeladen, schnell wieder entleert. Keine großen Speicherkapazitäten, aber für kurze Überbrückungsmomente und zum Aufrechterhalten der Netzstabilität sind die durchaus brauchbar und wahrscheinlich auch notwendig. Ich möchte nochmal betonen, Preise für solche Batteriespeicher in den letzten 10 Jahren um 80% gesunken. Tendenz geht weiter. Ja, das ist einfach ein simples ökonomisches Gesetz. Je länger was da ist, je länger was auf dem Markt ist, je mehr Leute das produzieren, machen sich gegenseitig Konkurrenz. Der eine findet raus, wie es günstiger geht. Mist, muss der andere auch mit dem Preis runtergehen, sonst verkauft er ja nie wieder was. Alle kaufen bei dem, der günstiger macht. Alle werden günstiger, günstiger, günstiger. Je älter die Technologie, desto billiger wird es. Ja? Je mehr mengenmäßig davon bestellt wird, je mehr das produziert wird, Stück Masse gesetzt, desto günstiger der Preis. Das ist wie wenn Aldi irgendwas verkauft im Vergleich zu dem kleinen Schreinermeister nebendran. Der hat natürlich ganz andere Stückzahlen, dementsprechend auch ganz andere Produktionskosten als zum Beispiel Aldi, der 8 Milliarden von den Dingern einkauft, was auch immer, um welches Produkt auch immer es sich handelt, zum Beispiel. Ja? Also das sind so ganz simple, grundlegende Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja, wie gesagt, Batteriespeicher für Gesamtdeutschland geht nicht, Lithium-Ionen schon gar nicht. Im Übrigen muss man dazu sagen, wenn man immer mal auf Lithium-Ionen-Akku schimpft, und die haben ja ach so furchtbar schlimme Umweltschäden, wenn die hergestellt werden und so weiter und so fort, Kohle ist noch beschissener. Ja, das darf man immer nicht vergessen. Es ist ein Übel, es ist auch ein großes Übel, aber es ist ein kleineres Übel als das gigantische Übel, das sich Kohleabbau nennt. Ja, Kohleabbau und Kohleverbrennung, viel schlimmer, viel größere Ökosystemschäden weltweit, egal wo Kohle abgebaut wird, ist viel schlimmer als Lithiumabbau. Lithiumabbau ist nicht gut, aber kleineres Übel als das große Übel. Und wenn wir die Wahl zwischen einem kleinen und einem großen Übel haben, nehmen wir natürlich das Große, selbstverständlich, weil sonst müsste man ja was ändern. Und das machen wir ja nicht. Ne? Bester Speicher, beziehungsweise ist fast gar kein Speicher, nämlich die Power-to-Anything-Technologie, nur damit ich die noch kurz erwähnt habe, bedeutet an Tagen, an denen wir viel zu viel regenerative Energie haben. So richtig Bolle. Ne? Es weht der Wind wie Sau und dazu scheint die Sonne ununterbrochen 24 Stunden am Tag. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das mal passiert. Ne? Aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber nehmen wir mal einfach an, das wäre so. So, jetzt haben wir regenerativen Strom bis zum Abwinken. Was fangen wir jetzt mit dem an? Müssen wir jetzt sämtliche Kraftwerke wieder abschalten, quasi Solarzellen abschalten, Windkraftanlagen abschalten, weil wir viel zu viel Strom haben und den auch nicht ins Ausland verkaufen können, weil auch die Infrastruktur und die ganzen Leitungen für den ganzen Strom gar nicht da sind, weil Bayern da quergeschossen hat, zum Beispiel. Dann ist das alles doof, ne? Außer man nutzt jetzt eben diese enorme Menge an Energie und auch dafür müssen die Technik an die Anlagen erst noch errichtet werden und so weiter. Das ist also alles noch recht theoretisch. Da ist noch viel, viel, viel nachzuholen. Das kann alles noch schief gehen. Da muss man auch nicht zu optimistisch sein, überhaupt nicht. Und Kritik ist da durchaus angemessen. Aber die Power-to-Anything-Technologie nutzt einfach ein Überangebot von massenhaft Strom, der zu diesem Zeitpunkt unglaublich billig ist, der zu diesem Zeitpunkt wirklich unglaublich billig zu haben ist, der Strom, und macht daraus irgendwas. Wenn du unendlich Strom hast, kurzfristig natürlich, ja nicht immer, aber kurz in dem Moment, wo du quasi unendlich Strom hast, kannst du erstens wunderbar Wasserstoff herstellen, solange du Wasser hast. Du kannst wunderbar Methan herstellen, solange du Kohlenstoff und Wasserstoff hast.
Oder du kannst andere, im Prinzip theoretisch sogar E-Fuels herstellen. Das ist zwar weniger effizient als die zwei anderen Sachen, aber theoretisch ginge das. Oder ein künstliches Kerosin oder sonst irgendwie sowas in die Richtung. Ja? E-Fuels sind im Grunde ja ein künstliches Kerosin, ein Flüssigtreibstoff aus regenerativen Energien, aus Luft letzten Endes, Bestandteile, die man einfach aus der Atmosphäre gefischt hat und dann zusammengebaut hat. Mit unendlich Strom ist das alles möglich. Der Wirkungsgrad davon ist zum Teil beschissen, aber wir gehen ja davon aus, dass wir kurzfristig gerade unendlich Strom haben. Und dann geht schon. Und wenn die Phasen, in denen wir unendlich Strom haben, lang genug sind, dann können wir damit auch jede Menge eben langfristig speicherbare Energie, wie letztendlich einfach Gas, Biogas sozusagen, nachhaltig Gas, aus dem Nix erschaffen sozusagen, wie zum Beispiel eben Wasserstoff. Aus Wasser entschaffen, ja, aber das Produkt, wenn man den Wasserstoff wieder verbrennt, ist wieder Wasser. Also die geringe Menge Wasser, die man verbraucht, um einen großen Wasserstoffspeicher zu befüllen, ist lächerlich wenig. Und das verdampft dann einfach als Wasserdampf beim Verbrennen. Das heißt, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass deswegen das Wasser knapp wird, weil man Wasserstoff produziert. Das ist nahezu, das ist völlig unmöglich. So viel Wasserstoff könnte man niemals produzieren, dass uns das Wasser knapp wird. Ja, und das speicherst du dann halt alles in irgendwelchen großen Gasspeichern. Ein Gasspeicher ist scheiße billig. Das ist ein Betonring mit einer Plastikfolie oben drüber und da pumpst du Gas rein, guckst, dass das ganze Ding dicht ist, dann pustet sich der Deckel da sozusagen auf. Hat jeder schon mal gesehen, erkennt man aus der Landwirtschaft, diverse Bauern haben das als quasi, um eben quasi die Abgase ihrer Gülle so zum Beispiel aufzufangen und dies dann wieder als Biogas sozusagen selber zum Heizen zu verwenden oder an irgendwen anders zu verkaufen. Ist nur ein ganz kleiner Anteil an unserem deutschen Gasmix. Biogas, das auf dem Wege gewonnen wird. Ist aber eine gute Idee, solange man das nicht übertreibt oder dafür jede Menge Pflanzen anbaut, die man dann wiederum nur vergast. Das ist vom Wirkungsgrad her eher beschissen, aber das muss ich auch niemandem erzählen, das wissen die meisten von uns. Wird ein Stück weit gemacht. Ist aber eigentlich keine gute Idee. Bei Gas aus unendlich Energie, aus regenerativen Energiequellen sieht das anders aus. Wie gesagt, der Wirkungsgrad ist Mist, das darf man nicht vergessen. Aber es kommt wirklich auf die Menge an. Haben wir genug Windkraft und Photovoltaik oder eher Photovoltaik und Windkraft, Photovoltaik sollte etwas mehr sein, dann kann man das regelmäßig machen. Und das könnte tatsächlich in der Theorie funktionieren, weil eben die Speichervolumen dieser Power-to-Anything-Technologie, Power-to-Gas-Technologie durch die super billig herzustellenden Gasspeicher wirklich einigermaßen realisierbar ist. Ja? Also wirklich, wirklich. Das haben wir noch nicht, ja? Aber das ist möglich, wenn es die Politik nicht verkackt, wenn es der Wähler nicht verkackt und nur noch die falsche Partei wählt oder ja, irgendwas anderes schief geht oder irgendwie nochmal ein Krieg ist oder wir irgendwann keinen Bock mehr haben, nachhaltig zu sein und lieber nach uns die Sintflut haben wollen. Oder wir zu sehr an Windkraftanlagen ohne belegbare Gegenargumente rumnörgeln. So, was habe ich noch auf dem Zettel? Ja, der Rest ist relativ egal. Jetzt kommt da natürlich noch einiges. Ihr werdet an dieser Stelle, also wenn ihr mir jetzt überhaupt folgen konntet, auf welchen Punkt ich jeweils eingegangen bin, es ist ja nur so eine lose Argumentesammlung und ein loses Zerpflücken. Aber mit den Tools, die ich jetzt ausgesprochen habe, mit den Dingen, die ich jetzt angesprochen habe, die alle nicht so sind, wie da suggeriert wird bei Vanessa und Stefan, kann man auch noch den Rest des Videos auch noch angucken und selber kapieren, wo die Logiklöcher liegen und wo es einfach nicht stimmt, wenn sie dann eben wieder betonen, wie viel, unglaublich viel Wald doch für diese Dinger gerodet wird. Und die armen, armen Tiere, die gar nirgendwo mehr hin können, die sich auf 98,6% der Waldfläche ja wirklich überhaupt nicht mehr zurechtfinden können und da völlig verloren sind und sich eben auch nicht freuen, dass sie zusätzliche Äsungsflächen unterm Windrad bekommen haben, insbesondere nicht die Rehe, und, ja. Also die Logiklöcher, wie gesagt, ich glaube, die meisten Hauptfehler in der Argumentationskette habe ich genannt. Und dann können wir an der Stelle tatsächlich auch Feierabend machen, weil ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Und ich hoffe, da war jetzt noch ein bisschen was Unterhaltsames und ein bisschen was Lehrreiches dabei. Meine Ausführungen zur Energiewende und die Speicher in Deutschland und so weiter und so fort, das ist natürlich nur angelesenes Wissen, ich bin da kein Experte für, aber für mich klingt das durchaus glaubwürdig, ne, ohne das letztendlich abschließend beurteilen zu können. Die Konsequenzen von Windkraft auf den Wald, dafür bin ich Experte. Ja,
So. Und ansonsten, wie eine Windkraftanlage funktioniert, was da die technischen Voraussetzungen sind und so weiter und so fort, ist für solche Überlegungen auch vollkommen irrelevant. Und was den Flächenbedarf angeht, wie gesagt, jeder, der irgendeinen Schulabschluss hat, kann das selber ausrechnen. Das ist ein einfacher Dreisatz, das sollte eigentlich wirklich jeder Schulabschlussbesitzer beherrschen. So, das wäre es gewesen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal und bin jetzt sehr gespannt, wie der Ton letzten Endes klingt, weil die Störgeräusche sind schon ziemlich gewaltig, die ich hören kann. Und ich hoffe einfach, dass das Mikrofon das einigermaßen in einem erträglichen Niveau abgemildert hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.